Und somit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream von AirPod Sim hier auf MicroHazard TV. Ich bin euer Eisträger und begrüße euch, wie ihr es in der Liste links schon sehen könnt, mit dem Heiko und dem Nils. Hallo. So, wir versuchen heute mal wieder den AirPod Sim zu spielen. Wir hoffen, dass es bugtechnisch funktioniert. Wir haben ja bei diversen Spielen in der Zwischenzeit schon darauf hingewiesen, dass wir sie ja selten spielen oder fast gar nicht mehr spielen, weil sie einfach verbuggt sind. Und Zumindest man im einfach, Multiplayer. vor allem, also zumindest im Multiplayer, ja. Im Singleplayer geht es ja meistens problemlos, aber ja. Im Multiplayer ist halt Aber meistens sind es Synchro-Probleme halt tatsächlich. Genau. Und im Multiplayer ist ja leider für uns relevant. Jo. Das ist halt der Punkt. Man könnte jetzt sagen, natürlich, aber früher haben sie es da auch hinbekommen, was zu synchronisieren. Ja, früher haben sie es auch hinbekommen, aber früher waren die Daten, die synchronisiert wurden, auch deutlich weniger als heute, glaube ich. So, starten wir direkt rein, damit wir alle Flüge schaffen. Naja, was sonst? Ich würde sagen, so aufgabentechnisch, wir rotieren so ein bisschen durch, dass jeder mal alles macht. Ein bisschen. Das hat gebraucht quasi. Was? Das hat gerade gebraucht, wie quasi gemacht. So. Mit Condor. Ja. Bei mir ist es die, was ist denn das, goldfarbene? Bei mir ist die blaue. Bei mir ist es ja. So goldbraun, so hellbraun. Oh, die haben eine Bolze hinzugefügt, oder? Ja. Ist rote Flugzeug da? Wenn ihr jetzt mit Tab öffnet und in die Liste guckt, ist so ein rotes Flugzeug bei den ersten fünf. Ah, stimmt. Ja, kann ich das sagen, warum? Warum? Die alle schon längst da sein sollen. Genau, sollten. Weil die eigentlich alle schon gelandet sein sollen. Und wir kommen also erst alle noch. Schön. Ja, dann gut. Hat das nicht so funktioniert, wie ich gehofft habe. Na, ist ja nicht schlimm, aber dann kommen die trotzdem noch. Ist ja nicht schlimm, wir landen ja bloß, dann müssen wir ja bloß eine GPU anschließen. Ja, selbst das habe ich theoretisch nicht mal gesagt, aber ja. Ist die Frage, haben wir so viele GPUs? Das weiß ich nicht. Weil das sind ja allein schon fünf. Ja. Mal schauen. Bin gespannt. Nehmen wir einen Tankwagen. Die müssen ja natürlich, also ich suche mir schon mal GPUs. Ich schnapp mir meinen Tankwagen. Die Frage, wie weit die jetzt hier doch landen? Also oder ob weil die Zeit schon vorbei ist, die gar nicht landen. Meinst du nicht? Doch, ich könnte wetten, die landen. Die sind halt nur verspätet. Und ich sehe gerade, wir haben den 1.1. Das heißt, es wird schön lange Nacht bleiben. Ah, falsche Datum ausgewählt. Oh mein ja. So. Wie viele Gepäckwagen willst du haben, zusammengehangen? Zwei hat man nicht immer. Wie viel? Wo stehen die mit den verdammten Tankwagen? Muss gerade mal... Ah, ja. Es wird lauter, es wird lauter. Das Leute ja auch mal hören. Tankwagen gefunden. Ich hätte jetzt hier vier connected tatsächlich. So, eines gelandet. Also im Schnitt sind es alles maximal 40 Koffer. Okay, wir haben jetzt übrigens auch eine Anhängertreppe, ne? Mhm. Gibt ja nicht nur die Selbstfahrttreppe, gibt es auch eine Anhängertreppe. Genau, gibt jetzt die Anhängertreppen neu. Mhm. Dann, ja, diverse Bugfixes, die es mittlerweile gab seit dem letzten Mal. Wie weit die alle so funktionieren, das wird sich zeigen. Jo. So, ich habe keine Ahnung, welche der ganzen jetzt gelandet ist. Irgendeiner. Hauptsache, wir wissen, wo sie hinfährt, das ist die Hauptsache. Es ist auf jeden Fall eine 737. Damit geht ja erstmal nur um GPU erstmal bei denen, die jetzt gelandet sind. Ne? Ja, vermutlich ist die 45 oder die 46, die jetzt erstes kommt. Also wenn es jetzt zumindest die Verspäteten zuerst kommen, dann... Die erste dafür normale... Wir ja nicht, dass die jetzt verspätet. Genau, die erste Normallandung ist sowieso erst um 7. Ja. Und dann schnappe ich mir jetzt auch mal eine GPU. Ja, besorgen wir, weil ich habe gerade erstmal hier Gepäckwagen. Ich will jetzt noch Plan dafür besorgen. Ja. Ich habe jetzt vier dran hängen. Vier wirken irgendwie realistischer, mit vier Stück zu fahren. Das ist nur zwei. Ich muss erstmal den Eingang hier jetzt finden zu dem Gepäckbereich. Erstmal mit der Steuerung wieder vertraut werden. Hier ist was, hier geht's rein in den Gepäckbereich. Ja. Das muss ich dann irgendwo gucken. Irgendwo, müssen wir, irgendwo liegen hoffentlich auch Planen rum. Ja, da hinten liegen welche. Okay. Ja, irgendwo müssen da welche liegen. Das ist aber ein großer Gepäckbereich hier. Ja, das ist halt Warschau. Das ist halt auch ein größerer Flughafen. Ja, genau, der ist ein bisschen größer als wo wir sonst von in Reykjavik.
Deswegen, wir sind jetzt umgezogen. Wir arbeiten nicht mehr in Island, sondern in Polen. Genau. In der Hoffnung, dass es besser wird. Mal schauen. Ich weiß, warum wir die immer nicht anbringen konnten, die Tuschbeckstangen. Waren eingefroren. So, die GPU steht bereit. Der Flieger rollt hierher, ja. Hier unten ist ein Band, wo schon Koffer drauf sind. Taschen. Ja, weil die Flüge auch schon losgehen. Wir haben den ersten Abflug 6:55 nach. Ja, schön, dass ich überall die Flughafenkürzel genommen habe, nicht die Orte selber. Ja, das ist Ja. halt, da bist du halt. Ja, weil ich davon ausgegangen bin, dass er die selber umändert. Und ich meine, damals war das auch so. Also hier liegen zwar Koffer, aber die hier liegen, sind nur Deko auf diesem Mittelband hier. Frage mich, wozu dieses Mittelband überhaupt da ist. Das sieht ja aus wie so ein Gepäckband oben quasi zum Rausnehmen, zum Abnehmen der Koffer. Aber Ja. das Ding hier hat gar keinen Zulauf. Also da gibt es nirgendwo einen Zulauf drauf. So, also sind, denke ich mal, erst hier bei den Enter-Airs gelandet. Dann gucke ich mal direkt in die Abflugliste. Vielleicht kann ich ja für irgendwas schon Koffer mitbringen. Ja, erst wenn die auf Nee, kannst du Position nicht. sind, Der aber wir. landet erst noch. Genau. Ja, aber Position 46 bräuchten wir einmal einen Tanker und ja, einmal den habe ich Catering. schon. Den Tanker Ach habe ich so, schon. wir haben vorab keinen, der abfliegt. Nee, Nein. die kommen erst an vorher Genau, alle. die müssen erst Genau. ankommen. Das sind ja die Okay, Verspäteten, die ne, fünf Stück. das, was hier erst ankommt. Ich dachte, wir haben vielleicht welche stehen, die dann abfliegen oder so. Nee, das hat er irgendwie leider nicht gemacht. Okay, na gut, dann habe ich Wobei, jetzt dann hätte zumindest. ich vielleicht keine Uhrzeit eintragen müssen, dann hätte er das vielleicht gemacht. Vielleicht, Gut. ja. Gut, die erste Landung ist schon mal die für die Position 45, glaube ich. So viel sie rollt. Sagt mir, wo die erste ist, die Gepäck hat. Die 45, die geht ja später raus. Ja, die Gepäck halt auch abzuholen hat, zum Beispiel. Ja, sobald wir Gepäck haben, dann sagen wir schon Bescheid. Aber ich Naja, weil die glaube. steht. Jetzt ja nicht ewig rumstehen mit dem Wagen, logischerweise. Genau, die 45 kommt zuerst. Okay, dann lasse ich den jetzt hier bei dem einen erstmal stehen, wo ich die Ausfahrt ist quasi vom Gepäckding. Ja. Da steht jetzt ein Truck quasi mit vier Anhängern und Planen hinten dran. Herr, steht bei dir dann Vorbereitet. noch eine GPU? Weißt, siehst du das? Ich gucke, ich Nee, wollte, bei mir was war schon gar mein nächster keine Plan mehr, an der weil ich GPU meine, zu das gucken. Ding jetzt nicht. Ob hier irgendwo einer ist. Wegen Fahrzeug. Vorhin steht noch eine. Bei mir jetzt, Was? auf der 47 Sterne. Jo. Noch zwei, stehen hier sogar. Die hole ich mir. Also ich muss gucken, die stehen tun ja öfter welche, aber ob man es auch benutzen kann, ist immer die Frage. Ja. Muss man ja erst rausfinden, ob man die benutzen kann. Die kann ich benutzen, sehr schön. Dann Also habe ich auch ich schon sehe mal hier eine. gar nichts, Alter. Mit L kannst du Licht anmachen. Ja. Ich hab ja Licht am LKW an. Ich trotzdem nicht. Also hier ist Licht Dann an. mach die Augen auf. Ja. Oder? Weiß ich nicht. Und die Maske ab. Nein, keine Ahnung. Weil hier stehen zwei GPUs so dicht beieinander. Ich glaube nicht, dass ich die nutzen kann. So, also ich habe eine auch. Nein, beide nicht nutzbar. Ich hätte eine. Aber Gut, du eine hast die gebraucht gerade irgendwo. Karte. Eine GPU muss jetzt zu der 46 gleich. Aber das dauert noch einen Moment, ne? No, eine 45 steht eine, die könnte man schon anschließen. 45, dann fahre ich dahin. Nee, da steht schon eine, da steht schon eine. Ach so. 46, Leute, 46 braucht eine. Kommunikation. Ja, hat doch gerade gesagt, steht auch eine. Ja, 46 brauchen wir eine. ich habe eine GPU. Wo soll ich hinfahren? 46. 46. Dann nach Position 16, 17, da stehen noch drei GPUs. Also fünf Stück haben wir. Also nur der ersten reichen quasi. Erstmal Dann hole ich mal Catering für die 46. Mal. Mal den Catering-Wagen. Nicht mehr. ja. Ich finde schön, dass wir wenigstens von der Minutenanzahl fast in Realzeit sind. Okay. Hier, Catering-Wagen. Deswegen, in echt haben wir es 38, in Game haben wir es 39. Eine GPU.
Nee, keine Catering-Wagen gehört. Müssen nicht sein. Keine, weil die sind einfach zu alle zusammen beieinander, dass ich keine sehe. Nicht. Und Busse. Ah doch, da Catering. Da habe ich einen. Die haben Catering-Wagen gefunden. Na doch, da ja. Nee. Hey, wo hast denn die? Zwei Stück stehen hier hinten ganz beim ganzen Haufen meinen ganzen Treppen und sowas bei. Und zwei Stück. Mit den Bussen und sowas. Okay. So, dann ab hier rein. So, wo war jetzt. Hier steht mein, ja, gut, den Catering war auch gerade schon da stehen lassen können eigentlich. Weil der stand schon bei der dementsprechenden Landeposition. Der Grüne hinten will wahrscheinlich tanken, wa? Also bitte der auf 45. Nicht mal. Der will schon tanken, ja. Soll ich den erst tanken oder soll ich mit meinem Tanker lieber auf den 46 fahren? Weil der will eher wieder raus, Genau, 46. ne, machen wir erst 46, der jetzt Genau, und ankommt. der kommt ja gerade dran. Hat man sich auch irgendwie anpinnen? Oder irgendwas, ne? Warte nochmal mit da. Leitek, Leppi. Eis, wo bist du gerade? Also nach 45 vorbei auf dem Weg zur 46. Da schrieben wir da irgendwie von mehreren Sachen die Marke anzeigt. Hey, warum habe ich eine Kohle plötzlich? Weil die 46 ist die jetzt da. Ich wundere, Und dass das mein auf der Krankenwagen. 45 die GPU nicht connect ist. Zeigt überall schon tanken an bei allen hier. Naja, alle, die jetzt gelandet sind, die wollen alle schon tanken. Ja. Noch. Warum ist nicht? Wow, ich bin mein Fahrer. Ja. Also ich bin jetzt bei der 46. Bei der 46 glaube ich, müssten auch schon jetzt die Koffer kommen. Connect GPU to aircraft. Na, aber 46 ist der erste, der landet. Ja. Aber Server Start ist 6:25. Ja. Aber das ist ja noch gar nicht abgeschlossen für die Landung, weil er noch Connect CPU ist. Er kommt schon dafür bei der 45, hat das überhaupt nicht angenommen. Connect CPU. Aber irgendwie. So, wie viel müssen wir denn tanken? Ja, beim 46er hat das jetzt auch nicht abgehakt, dass ich die GPU angeschlossen habe. Aber das eigentlich sind dies gar nicht unsere Tasks gewesen, deswegen wundert es mich. Wo haben sie denn jetzt dieses Kommunikationsding hingesetzt, auch auf die 1? Also nochmal mit dem manuellen Ding, ey. Beim Tanken. Ja, das ist die 737. Ja.
Aber das ist die Frage, er tut es ja halt beim Landing nicht abhaken, ne? Weil er die GPUs nicht connected. Ja. Du kannst ja quasi noch voll machen, du kannst ja nicht einstellen wegen Mengen oder sowas bei dem. Doch, klar kannst du eine Menge einstellen. Nicht einstellen. Aber okay, ich hab's. Mit diesem Drehregler da drunter. Ja, genau. Ja. Es sind ja gar keine Hütchen drumherum um das Flugzeug hier. Ja. Keile sind zwar drunter, aber Hütchen sind auch keine da. Die GPU hat da auch nicht angenommen, was ich angeschlossen habe. Ich muss tanken. 20.900 brauche ich. Ja, die Menge, die drunter steht, ist jetzt mit dem Tankvolumen insgesamt dann, ne? Oder ist das schon mit dem abgezogen, was drin ist? Was insgesamt 700 soll er drin haben. Und die 900. Insgesamt, was unten steht, Heiko. Okay. Da kannst du mich erstmal aufmachen, so dann bin ich halt 6 plus 1,8 sind bei 7,8. So. Oh, nächste 7,8. Das heißt auch 13.100 brauche ich in einem Center. Wird bei 46 Catering benötigt? Ja. Steht schon hier. Steht aber hier schon. Hier bei 46 kein Catering-Fahrzeug. Noch hinten an der Straße. Aber gut, hinten im Parkplatzbereich stehen zwei Catering-Fahrzeuge. Die 18 hat er auch nicht gemacht mit der GPU. Ich glaube, die ersten 5 macht er überall die GPU nicht richtig. Ja, gehe ich auch von aus. 13. Weil der auch nicht mit bei ist, Signal, Flight Code und Stop APU. Ja. Schleifen immer noch viel. Ist er einer? Ich mach jetzt erstmal die 46 und ich mach die anderen so lange. Aber gehen die auch wirklich richtig raus denn, wenn da jetzt das Arrival nicht richtig funktioniert hat? Müsste eigentlich gehen. Aber sie werden beim Arrival nicht rausgelöscht werden, ne? Genau, beim Arrival wird es halt nicht rausgenommen. Hier auch noch ein Fahrzeug stehen. Aber nicht. So, und die Einhörner haben wir alles da. So, wir machen mit. Alles da? Na komm. Ja. Wo habe ich jetzt meinen Tankstoff da hinten? Eis holst du dir die GPU selber, weil da steht noch ein Dritt neben dir. Ja, ich weiß, dass da neben mir noch einer steht, aber ich habe hier gerade keinen Truck. Da wo deine Gepäckwagen dran sind? Ja, aber soll ich das Ding also auseinander koppeln? Hin und her koppeln? Ja. Versuche ich nicht wieder zu vermeiden, ganz ehrlich sagen. Aber bei dir zum Beispiel hier bei der 18 stehen 3 Trucks rum. 2. Naja, bei der 18 stehen 2, bei der 19 steht einer, bei der 21 steht einer. Ja, aber wann ich hier gerade noch eine GPU? Nehme ich mir jetzt den Truck von der Dings und kann die GPU holen, ist ja kein Problem. Achso, nee, wir haben nur noch die eine. Wir haben nur 4. Das Tanken läuft. Ah, hier läuft 17. Ja. Ah. So, ist mal wieder reinkommen ins Spiel. Hallöchen, Philipp. Und das Center wird es da, bis er voll ist. 13.100. So,
auf jeden Fall. Ne? Wer war da gerade außer von der GmbH? Ich wahrscheinlich. Danach haben wir jetzt keine GPU mehr, ne? Das sind alle, ja. Ja, vier Stück haben wir. Ja, aber der Rest Deko ist. Genau. Sollen wir nur gucken von den Abflügen her. Loaded Raster, wenn wir die so haben. Genau, die Luftwaffe kommt ja erst. Bis dann sind wir schon erst wieder weg. Das nächste wären dann, genau, Catering und dann Treppe und dann Bus quasi. So, Quizfrage: Haben wir jetzt hier nur die Randschiebtreppen oder haben wir hier auch Selbstfahrtreppen? Das Treppen haben wir auch schon gesehen. Selbstfahrtreppen hier können sein, gut. Sagen wir ich. Ich hätte es ja gedrückt, warum zeigt ihr das so komisch? Symbol da unten an. So ein Drittel hat er geladen jetzt auf dem Tank. Also das Tank dauert echt, ey. Naja. Hätte, weil die auch 20 Tonnen will. Ja, die sollte jetzt theoretisch jetzt abfliegen. Schon. Oh, ja. 6. Nee, 55. Oder ist das jetzt dieser neue Indikator, also, okay, ob die Treppe richtig steht? Was? Was ich unten jetzt bei der Selbstfahrtreppe habe, dieses gelb, Quatsch, weiß-rote irgendwas Symbol. Trotzdem, ich schub nicht mal alles hin. Kriegen wir auch nicht, weil die Flieger erst gelandet sind. Mhm. Und die Whistle, die haben wir noch gar nicht gemacht. Ich fange schon mal an, Koffer zu laden. Mhm. Bisher konnte ich, also für 46 konnte ich noch keine holen. Ach stimmt, muss ich erst tanken abgeschlossen sein? Ich glaube schon, ne? Ich konnte zumindest, also es war noch nicht freigegeben. Catering hat das ja an der 46 schon, ne, oder? Catering steht hier, hat Heiko gesagt, ja. Ja. Ich hab grad schon eine Treppe bereitgestellt. Wo auch immer Catering steht. Doch nicht dran, ich hab's nur daneben gestellt. Catering steht hinten. Da hinten, Nils. Da, da, da. Ja. So, was brauchen wir hier noch? Bus mit Passagieren. Genau. Aber da muss ich erst mal gucken, wo wir die abholen sollen, genau. Also ich habe einen Bus, aber ich weiß auch nicht, wo ich es abholen soll. Ja, diesen Catering-Truck wird auch die Straße erstellen. So, du hast noch einen Catering-Truck? Ja. Hier können zwei Stück stehen. Brauchen wir Pushback? Für 46? Nein. Ich hab den Bus erstmal am Anfang jetzt von der Straße vom Terminal hier irgendwo hingestellt, weil da halten sie ja irgendwo. Ja, 3000 noch. Ja. Catering steht schon hinten dran, ich hab mir den anderen Catering mal für die Bus Air. Mhm. Die keine GPU hat übrigens. Ich glaube von der 45 hole ich mir die GPU nochmal. Könnte zum Problem werden nachher, wenn die GPU nicht dran ist. Ja, hey, wo war denn der Catering? War da. Also müssen wir, können wir eigentlich quasi die roten Ankünfte oben ignorieren, weil da können wir nichts mit machen aktuell. Ja, da können wir absolut nichts mit machen. Ja. Da habe ich eigentlich auch uns keine Aufgabe reingesetzt. So, wahrscheinlich da hätte man da keine Uhrzeit packen dürfen. Haben wir noch einen Tankwagen frei? Ja. Dann gehe ich schon mal die 22 tanken. Will ja auch Sprit haben. Erstmal die 22 finden, aber. Erstmal die Koordinaten hätte ich mir sonst vorhin zeigen, wo ich finde, fand so die 22 gleich hier vorne. Okay.
am Gate, das dritte Gate quasi. Okay. So, der Tank ist voll. Schuld, dass ich aus dem Parkfahrt rausgefahren bin. Go back to Game Area. Und kurz den Rasen leicht touchiert. Ja, nicht Game Area. Den Tankwagen würde man auch jetzt aber so hinstellen, dass er eigentlich vom Terminal weg zeigt, oder? Nicht zwingend. Du kannst merken, du hast den Tank, die Klappe auf der linken Seite. Ja, das weiß ich. Aber normalerweise würde, aber rein optisch ist er nicht von beiden Seiten nutzbar, theoretisch. Rein praktisch, also original gesehen. Och, wir waren halt im Menü. Das ist die 22. Ah ne, Heiko muss erst noch fertig machen. Ja, genau, ich muss dir jetzt mal gerade alles zurückbauen. Naja. So. Doch, der wäre schon. Dann kann sie auch bestätigt werden und dann haben wir's. Du wolltest mich bestätigen nochmal. Mit ein. Ich fahre an die Wiss ran und stehe währenddessen dann im Sicherheitsbereich von der Condor drin, ne? Ja. Ja, fast genau da darf ich von der Konrad oder bei beim Tank. Kannst Catering machen. Jo, schon dran. So, schon mal die Gipfel für die Wiss. Da ist die 46. Und vor allem die Luftwaffe landet gleich noch. Und die Born Follow Me. Aber dann bleibt die halt erstmal stehen. 46. Oder, wobei, nee, stehen bleiben kann sie nicht, weil dann könnte die rausgehen und blockieren. So, schaut keiner hin. Wir fahren nicht hier was raus. Nein, nein. Offiziell ist hier eine Straße. Vor allem, wie soll ich mich da jetzt durchquetschen? Hat er ausgefahren, theoretisch? Das ist abgehakt oder nicht? Das ist nicht. Abo. Ja, Flip Terra. Hallöchen. Vielen Dank fürs Abo. Bist du schon am Tanken bei der Wiss, oder? Nein, ich wollte gerade die Treppe bei der 46 ranfahren. Gut, dann mache ich die Treppe. Aber irgendwie zickt die Treppe hier jetzt wieder rum. Problem ist auch, im Dunkeln sieht man immer nicht so viel. Das ist echt ein bisschen kritisch. Also vor allem mit dem, sind die Schlitzen ausgefahren, sind sie es nicht, weißt du? Ja, das ist ein Indikator, der siehst du von draußen auch, ob es dann grün blinkt oder nicht. Ja. Das ist eine gute Position, ist schon. So, Stützen runter. Die Wiss hatte 9 Tonnen, wa? Riegeln. Weiß ich nicht, hab nicht geguckt. Ich kann mal reinschauen, warte. 9 Tonnen, 9,5. 9,5? Gesamt. Oh Gott, ey, ist das hell. Wait until the animation is finished. So.
Der ist schon dran, jetzt kann ich hier schon die Passagiere und Gepäck kann theoretisch auch. Mach mal schon mal die Ladeklappen auf. Catering war der abgeschlossen jetzt auch schon? Ja, das müsste jetzt durch sein, ne? Lieber wenn wir jetzt disconnect, ja, dann nehme ich es runter, ne? Mhm. Ja. Wenn jemand hört. Also man merkt irgendwie, dass ein vierter Mann fehlt. Ne? Einigermaßen geht's ja. Er hat jetzt am Anfang so ein bisschen das Problem mit denen, dass die anderen Fahrzeuge da, die anderen Flugzeuge, mit denen, die reinkommen, noch nicht dastehen, vielleicht da stehen sollten. Ja. So, 46 Tage. Das kommt laut Passenger. Okay, dann hole ich mal die Passenger schon. Das wird lustig mit dem Remove Cones, weil hier keine Cones stehen. Ja. Allein das wird auch schon witzig werden. So ohne Cones zu entfernen. Vielleicht macht es aber dann trotzdem, dass die halt einfach direkt weg. Ja, mal schauen. So, ich habe mir jetzt nämlich tatsächlich, nutze es aktuell ein bisschen mehr, was ich sonst nämlich nicht nutze, dieses mit der Map über den Flugzeug zu springen. Mhm. Schnelle Reise, die nutze ich nämlich sonst hier eigentlich nämlich nicht bei dem Spiel bisher, aber diesmal schon. Warum habe ich gerade angezeigt bekommen als Bildchen so ein Close Flight Panel? Ich fahre gerade Bus, ich bin gar nicht da in der Nähe von dem Kind auch. Ja, das war ich. Ja, aber trotzdem zeigt dir nur ein Close Flight Panel. Hattet ihr jetzt bei 6 die Treppe schon angedockt? Bei 56 ist die Treppe angedockt, ja. Ich hol schon die Fluggäste. Alles klar. Bei 46 müsste Gepäck geholt werden. Ja, mach ich mich auch ein bisschen. Haben wir schon irgendwo einen fertigen Gepäckwagen? Ja, bei 15 rechts. Also 15, 16, da steht ein Truck mit 4 Gepäckwagen hinten dran. Fertig zusammengestellt. 15, 16 sagst du, ne? Ja. Da steht einer ready mit 4 Wagen hinten dran. Ja, dann nehmen wir an. Okay. Das sieht noch fertig aus. Ja. Alles da. So, wie rum war das jetzt nochmal? Irgendwo musst du reinfahren? Also entweder direkt hinter dir oder ja, genau. Das muss ich jetzt mal irgendwie gucken. Dann musst du halt gucken, für was du für den richtigen Flugtyper die Koffer holst. Ja, klar. Aber wir haben ein paar mehr haben gegeben, falls die jetzt gerade schon hier Abholung haben. Bevor ich das Fahrzeug bewege, ob es hinter mir ist oder nicht. Also da ist eigentlich die Ausfahrt theoretisch. Die Einfahrt wäre ein Stück weiter drüben bei der 17. Ja, hier ist aber auch eine Einfahrt. Ja, aber sicher, dass du auch reingehen? Okay, wenn du auch reingehen, ja, dann musst du auch reinfahren. Also zumindest da die Pfeilrichtung rein. Ist ein relativ großer Bereich, da musst du gucken, ne? Dass du viele richtigen holst. Ja, hier sind eigentlich zwei. Steht da echt jetzt die lange Nummer dran? E45139D? Oder steht da jetzt OOSA dran? Interessant wäre. So, im Bus sind die Leute alle, dann fahre ich mal rüber schon. Also. B10. Nee, nicht unser. Nein? Welche Nummer hatten wir nochmal? Oh, okay. Was brauchst du, die Flugnummer? Ja, so die E4513. E45139D. Fangen wir mal weiter. Also das sind die W alle erstmal.
Flug ist auf dem Weg zu 46. Ich hatte jetzt. Alter, warum ziehst du die einfach so rum? Weil. Also, ich kann sagen, vier Wagen sind zu eng für die, zu viel für die Kurve hier. Mit vier Wagen kommt sie nicht rum. Jetzt zieht die dann so eng hinterher, dass der Quali hängen bleibt. Zwei Wagen abhängen. Ja, wenn die jetzt meint, dass maximal 40 sind, dann ist das ja kein Problem. Reicht das ja trotzdem. Dann reichen ja auch zwei Wagen. Also mehr habe ich nicht. Die 40 sind auch erst dann nachher die Flüge, die haben. So, die Fluggäste steigen jetzt 46 ein. Oh, ich weiß jetzt auch nicht. Ich bin jetzt nicht so weiter. Ich mach mal schon mal die. Ich geh zuerst mal zu den Wattentanken. E45139. Ach, du kommst jetzt ja hier hinten ganz. Ist das ein Riesenbereich, ey? Da gibt es die 6 reinkommende Maschine LW409, die hätte gern Marshalling. Ne, erstmal hätte sie gern dann Dings. Follow me. Ich kann auch machen, gut, ne? Markieren wir das hier aber explizit. So. Also 46 Bus ist schon dran, die steigen ja schon um. Ich kann die ganze Zeit, wenn ich die Führer Infos hier hinten meine Rechtelampe brauchen. Ne, das ist was. Ja gut, 25, das geht eigentlich auch, aber ja, ich hab's halt gar nicht angeguckt. Also ich hab's für mich hab ich geil fahren, mein Taschenlampe ganz in der Hand, ne? Dann war's auch wieder. Was kommt denn? Ich hatte halt nur meine Taschenlampe an, dann hat er alles gesehen. So. Ja, ich sehe da gar nicht. Warum zeigt er mir auf dem Dings das hier an? Map-technisch, dass ich jetzt stehe ich hier plötzlich bei der 18. Weil dann mir das Tanken bei der 18 anzeigt. Und ich mir denke so, why? Ich hab ausgewählt und ich hab das LW439 bleiben will. Das ist mein Job. Brauchen wir 15 Flags. Die Maschine überhaupt. Das ist ja gerade am Ende der Rollbahn steht. Ja. Und hier wird da 37, das ist einfach um die Ecke. Das ist direkt vor ihm quasi 37. Ja, aber ist das militärisch? Ja. Naja, in Berlin zum Beispiel, ja. Alles ausländisch und militärisch muss geleitet werden. Also wenn es auch die Militär haben. Ja. Kann man diesen Bereich markieren, wo ich reinfahren soll, dann fangen wahrscheinlich zu starten. So. Muss ich erstmal selber gucken, wo ich hin muss. Die, hier, geht es im Tank, ne? Ja, der Bereich. Bei dem in der Route, wo ich langfahren muss, wenn ich das Marshalling anfange, ja, ne?
glaube tatsächlich sogar nicht. Starten. Ne, das war Stopp. Hier ist Stopp. Bei Internet-Tempomat, warte mal, Follow mit K. Ende des Cruise Control, genau. Da, folge mir. Unauffällig. Weiß zwar nicht wohin, aber folge mir einfach. Weil da steht ja quer in der Ecke vorne schräg, deswegen. Ja. 3 Meter gefühlt. Muss aber auch eingewogen werden, ne? Ja. Bist du oder? Ich oder? Ich mach's einfach mal, wenn ich hier halt hier, deswegen. Mach mal. Warum fährt der jetzt geradeaus weiter? 37 ist hier, wo ich lang gefahren bin. Danke, Arrest, der hat nicht noch rückwärts, okay. Naja. Ja. Der kann ein bisschen. Das muss schon mal gemacht sein. Und 30 Mark anscheinend noch was. Oder die Marker 200 mit Follow Me nicht. Total rückwärts rum, wo ist denn da? Ja, den Weg nicht richtig finde. Ja, das ist hier 37 rechts, ich wollte jetzt 37. Auch draufgefahren. Fahre weiter. Genau, kam. So. Ja, dabei. Versuchen wir es mal. Brücke. Ich weiß gar nicht, wie das geht, wenn ich das nicht glaube. Ist weg. Wie halt ich das nicht an? Glaubst du? Ich hab's so lange nicht mehr gemacht, ich kann es dir leider nicht. Kann man sich irgendwie die Tasten einblenden lassen? Nee. Dann nur Herzen, Headphone-Taste und sowas. Ich hab keine Ahnung, wie ich die anhalten soll. Oder mit der Taste oder mit Enter oder. Eigentlich. Ja. Ich bleib jetzt mit dem Heck. Hast du schon da? Ich steh in der Flugzeug. Ja. Ich bring wieder bei dem Förderer was mit. Auch das, ja. Also beide Tasten sind garantiert nicht. Auch nicht. Heiko? Ja? Stehst du nicht unglücklich? Nein. Was für Arsch? Wenn du direkt davor stehst, kann ich da nicht ranfahren. Ja klar. Ich fahr sofort um. Das kann ich anlesen. Ja, das ist sehr gut. Ich kann den Wagen entkoppeln. Hier wird ein Wartez im Bindesport. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Maschine hier, ne? Ja,
So, ich komm rüber. Wie hab ich denn jetzt den Blinker angemacht? Nee, gute Frage, ne? Ich glaube, mit Y hast du ihn angemacht. Ja. Hm. Hatte ich hier vorhin auch gehabt bei der Treppe. So. Hier. Ich muss einfach da oben reingehen. Was? Kannst du oben rein? Nee, jetzt noch ein paar Schritte. Dann. Lade, lauf hoch. Ah, warum fassen wir jetzt die Treppe an? Achso, ja. Das verkleiden haben, so, danke. Also. Gucken, dass ich da reinkomme. Ups, bleibt da gut. Ich wollte den Fuß haben. Und dann einmal, nehmen. 13. Haben wir irgendwo eine Gipfel? Nein, haben wir nicht weiter. Hä? Nee. Ach du, Gepäck da. Okay, aber die 46 ist bald fertig, ne? Die 46 ist bald fertig, ja. Gut, dann komm ich mal kurz rüber zur 46 und fahr von den Busen mal weg. Ja. Genau. Das kann weg, kann weg. Deswegen, das war halt jetzt schon dabei. Echo. Ja. Der eine Koffer liegt da nicht so richtig gut drauf. Oh mein Gott, Alter. Das ist ein bisschen hier. Komm. Geh dich. Drehen wir den Koffer, das ist richtig beschissen. Das ist immer nicht wahr. Ja, den kann man ausgehen, wenn er Maus bewegen. Wie würde denn die GPU von der 46 dann später rüberfahren zur 37? Kann auch weg, darfst du die Tür zu. Ich will vergessen mitzusehen, wie viel hast du jetzt? Ich hab jetzt hier 5. Boah, tatsächlich sind oben trotzdem 3 Arrivals wieder jetzt verschwunden, ne? 2 von den 5, die rot waren. Ja. Ja. 7. Wie die jetzt betankt sind. Ja. Weil, glaube ich, dann da connect geht, da kannst du das dann wieder. Genau. So, System Exterst, genau. So, Tür zu. Ich würde ihn eigentlich wegmachen aus der Seite. Nein. Einfach. Du machst gerade einen Trick, ne? Einer fehlt jetzt noch, glaube ich. Warte. Ja, das ist 12. Ja. Ist noch ein. Was der? 13, so. Genau ein Wagen. Heiko, du hast das verkauft. Ich glaube, ich zeig Koffer verloren. Der war ja, ich glaub, ich auch auf. So, Treppe ist ab. Okay. Der verkauft verloren haben. Warte mal, brauchst du es? Nein, ich brauch's. Ich seh, da, hä? Wie kommen die da hin? Ja, weiß ich nicht. Okay. Ich fahr mal die Treppe direkt zur 37 rüber. Ja. Ach ja. Aber ist so typisch, wie es am Kopf läuft, ne? Alles ist gut. Jo. Was wird daran das sein, Mann? So, der erste Flug ist jetzt gleich durch. Mhm. Heiko, du kannst gleich Gepäck für die Biss aufladen. Wir haben wie im wahren Leben alle auch Personalmangel. Ja. Ich fällt nicht schneller. Heiko, hast du es gehört? Ja. Ich hab den Grüße, ja. Kannst du das lassen? Ich hab immer so ein Angebot halt bei solchen Spielen, obwohl die Dinger hier gar nicht schneller fahren, trotzdem immer die Schiffe. Schiff hast du drücken als dieses, fahr doch mal! Booster! Die Lufthansa muss noch verschenkt werden. Tanker steht bei der Lok, Scheduling, bei der Lok jetzt auch fertig sein kann. Ja, den Tanker von der Lok ist ja schon abgetrennt, ja. Der ist schon komplett fertig, der muss nur rüber gefahren werden. Okay, ja, dann nehme ich den gleich zum Tanken, weil ich weiß, wie die Treppe ran an die Lufthansa, ich stelle die da schon mal hin.
andocken kann ich ja noch nicht. Du meinst die Luftwaffe, ne? Ja, Luftwaffe, ja. Also. Und dann 37, genau. 37 haben wir jetzt erstmal. Was? Na, da gibt's ja nicht viel mehr zu machen, ich brauche eine Gip übrigens erstmal. Ja, ja. Deswegen, ich stelle jetzt die Treppe schon mal so grob hin, dass die schon mal da ist. Und den Rest kann ich hier auch nicht weitermachen, weil ich jetzt erst eine GPU brauche. Deswegen gehe ich jetzt erstmal rüber machen und mache die Bank fertig. Fehlt ein Koffer. Ja, ich habe aber alle die drauf. Ich habe auch hinten keine mehr gehabt. Ich habe die mal extra dreimal kontrolliert. Ja, aber ein Koffer fehlt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo er die liegt. Hast du einen verloren oder einen auf dem Band gelassen? Ist aber 37. Achso. Die LH 381D Lufthansa, ja. 7:40 nach Frankfurt. Ja. So, die nehmen wir jetzt. Er will 10.500 haben. Okay, kriegen wir hin. Oh, das ist eine gute. Sehr schön. Eine digitale. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Aber ich glaube, ich bezweifle es was. Ja, immer schön diese Texturfehler, die einige Maschinen haben. Also die hier ist auch gerade wieder. Ja, komischerweise nur bei dir, bei mir hatte keiner. Ja. Wahrscheinlich, weil es gibt ja mehrere Mods immer. Wahrscheinlich hast du als quasi Mod. Ach, weißt du, ob ich dich gesehen habe? Weil der Kopf einfach schwarz ist und ganz irgendwie. Ja, siehst du. So, wie viel Panel? So, einfach gucken, wie das Ding funktioniert und nochmal irgendwo ein Power-Button da einschalten. So. Catering. 4, 5 ist drin. Mal, was war denn jetzt der andere? Welcher Flug war der andere? Der auf 22, ne? 22. Ja, ja. Der noch Gepäck vor? Ja. Das wird der nächste, oder? Ja, der nächste ist dann, ja. Der war 30, da krieg ich den hier auch noch einen Wagen drauf. Warte. Das war jetzt den wieder zurück. Dann guck mal. Und 4. Ich bringe ja gerade her. Ja. Einschalten, also die Kampfbahn einschalten und dann wird es bekannt. So, Betankung läuft auf 18. Nee, warte mal, ich muss ja gar nicht hier starten. Ne? Was denn? Ja, kennt ihr ihn? Bin ich mit 426 gefahren. So, 45. Mhm. So, 22, das ist die Lot, ne? Ne, die wüsste ich 22, ne? Ein paar bei der Wüste schon mal die Jetwear wieder weg, ne? Ja. Ich gucke einfach aktiv von oben nach unten die Flugzeuge durch und gucke, ob irgendwo was das hier zu machen ist. Ob ich das schon mal machen kann, immer wieder. So. Abkoppeln. Da macht die Tür hier selber zu, genau, wenn ich abkoppel. Und sie wieder wegfahren. So, jetzt warten hier. So, jetzt. Parkposition. So, ich kann doch gar keinen. Aber den Tasten. So, dann. Parkposition.
Heiko, den Koffer hast du schon? Ist auch schon eingeladen. Sehr schön, sehr schön. Mein Raum ist zu. Jo, das mache ich. Kannst abhauen. Ah, alles klar. Oder 46 Grad, ne? Ja, 46 mache ich fertig. Ja, ich muss hinkommen, ich brauche die GPU deswegen. Mal hier. So, lass dir das abmachen und sag, wenn du fertig bist, dann fahre ich es weg, deswegen. Ja. Wenn ich weggefahren habe, gehe ich zur 18 rüber zu der Lufthansa und mache den Tanker fertig, weil er sollte sagen, fertig getankt habe. Sag dir denn, die Bauer kein Ding, aber dann kannst du wirklich mal sagen, turn on engines oder sowas, ne? Ja, kann ich erstmal, wenn die EPU läuft. Ja, das ist klar. Und wenn ich alles entfernt habe. Ja. Ich habe keine Lust eingesaugt zu werden. Nicht? Nee, nicht so wirklich. Eis, ich lasse an. Ja, ja, bitte. Ja, dann anfangen. Dann wie von ihm. Check ab rein. Hab ich auch so Lust drauf. Ja, manchmal macht er einen tatsächlich einfach, also macht das Spiel einfach einen tatsächlich irgendwas wieder auf, ne? Ja. Mittlerweile habe ich auch schon in echt mitbekommen, dass sowas passiert ist. Okay. Prospekt mit offener Ladeklappe. Schön. Aber die Ladeklappe ist beim Prospekt jetzt aufgebrochen. Okay. Das war das Verrückte daran. Oder soll wohl dabei erst aufgebrochen sein. Aber dann kriegen die doch oben auf, 5000 Warmleuchten an. Ja, oder? Eben, die haben die auch erst auf die Tech gekriegt, das war der Punkt. Ja. Ich fahre gerade genau vorbei an der 18 mit dem Tanker. Ich mache erstmal kurz den Tanker hier ab. Mal Operations für die 18. Rate Service Start, genau. Disconnect Grounding, genau. Genau. Können wir hier komplett wieder dicht machen. Das heißt. Hören Sie eigentlich schon die Laderampe dran? Also die, das Förderband? Man sollte nicht mit Taschenlampe an das Kontrollpanel rangehen, das ist so überbelichtet. Start, erstmal schon wieder raus. So, dann ist er. Ich muss erst auch nach gestern, glaube ich. Hast du Gepäck wird heute auch komplett bei dir, ne? Genau, ich habe bei. Ich lade mich ja gerade auf. Ich kann nicht mehr Band fahren. Ja, also Band steht. Bei der Lufthansa muss auch noch Gepäck? Alle braucht Gepäck. Kann ich bei der Lufthansa. Was soll ich jetzt die Lot wäre dann auch. Wo ist das jetzt? Da eins. Backpack. Was für eine Entschuldigung. Sorry. Jetzt aber. Da. So, die Lufthansa ist fertig getan. Bei 18. Hier gibt es also auch Jetway, Gepäck und so weiter. Ja. Ich lasse mal einen Fördermann für die Luft. Ja. Ich werde ja neu raus. Ich mache jetzt hier schon mal die Ladeklappe auf, ne? Ja. Vielleicht bleibt es, wenn du einfach was bist. Da hab ich bei dir Feuerwehr genommen. Oh, weil ja. Hast du Heiko gehört?
Das ist der Heise. Ja, ist nur ein Apple. Okay. Das ist ja nur eines der teuersten. Ja. Aber ein Fahrzeug, das ist nicht das dritte Frage. Ja. Ich habe bei der Z immer noch nicht die Kamera drehen kann. Aber nee, es ist nicht so, dass sie nicht schon bei unserem SLS hatten. Aber konnte man nicht vorne auch drehen bei den Z-Ways? Ja, cool, cool. Das steht lustigerweise in der Tastenbedienung gar nicht drin. Ja. Man kann leider die Kamera nicht drehen, das finde ich sehr schade. Wann kann man eh nichts dann noch nicht? In 5 Minuten. Das Problem ist, weil die Textur gerade ein bisschen falsch ist, ist es gerade ein bisschen schwer zu erkennen, wo die Tür ist. Ja, passt aber. Ja, bin ich auch schon bei dir. Ja, angeblich noch 10 Gepäckstücke, ich hab auch noch 3. Alter, soll ich mal gucken kommen? Das würde ich gerne tun. So, bei der Lufthansa ist dann die Jetway auch dran. Ja, ich weiß, warum Heiko die Sachen abdeckt. Was ich sehe. Was? Das ist genau gut, wenn ich kann. Anscheinend auch sauber gehen, ne? Ja, sind der. Was nicht sieht? Wir. Ja, und durcheinander die ganzen Koffer geladen sind. Ja, tatsächlich fehlen wirklich 10, ne? Ja. Ja, 12 jetzt sogar. Ja, immer so nur 10. Hä? Ein anderes Laufband noch irgendwo? Ne, ich habe ja alle 4 habe ich abgesucht. Aber das wirkt mir wie jeweils 15 für ein Pharmazieflieger. Okay. So, Lufthansa, ihr kriegt endlich eure. Eure GPU. Lufthansa sei schon, Luftwaffe. So. Ihr bekommt endlich Strom. Wir gehen ja noch lang, ob ich die Technik mal gesehen habe, aber. Eigentlich wahrscheinlich nicht. Nee, hast du nicht. Ist der Depot? Ah. Wieder fahren wir zum Flieger. Wo ist nichts mehr sonst nicht? Ganz außen. Nahezu. Nahezu. Wird dann das gerade auf den Koffer aufgefangen ist. Okay. Hey, ja, passiert. So. GPO. Flyquo Bescheid sagen. Dass die an ist. Red Kenobi. So, hallo Philipp und hallo Marcel, das ist auch bei dir, Marcel, vor allem bei YouTube. Philipp war ja vorbei. Ja. Ja, vielleicht gestern ist es jetzt relativ gut. Ja, guck mal, jetzt ist er auf 0, wo ich aus der Halle raus bin. Ja, vielleicht hat er irgendwie dann noch verbacken. Aber sonst bis jetzt läuft das, ne? Den Bug, den wir ja noch hatten, der ist jetzt nicht da gewesen. Das ist ja nicht. Und wenn wir alle 5 Jahre die verspätet waren rauskriegen, dann passt es auch. Ich glaube, dann sind wir ein bisschen entspannter. Ja. Ja, 30. Das steht natürlich ganz geil da hinten. Ja, du musst hier. Fahr mal hier zwischendurch irgendwie, ja. Und aber den Indikator finde ich jetzt ganz gut, wie sie gemacht haben, dass man jetzt von außerhalb aus das Lämpchen da blieben wird bei der Treppe. So, dann neue Freibomben, Digga. So, auf 35 ist der Revival raus. Okay, ich soll sie nicht werfen. So, ist aber schon direkt Service Start wieder, dann gleich halt gleich meinen Tankwagen holen. Genau. Der so. Tank, der Flieger soll eigentlich in 7 Minuten schaffen. Ja, beeil mich. Hol ich den Tankwagen von der 18. Ja,
1,1 drehen, wenn wir so passen, ey. Das ist nur 13 sein, ne? 2 brauchst du noch. Genau, 2. Ich bin schon mal rausgelaufen, kommt dabei. Nein. So, bei der 18 bei der Lufthansa habe ich jetzt auch die Wirbelschwertung gefahren. Schaut euch den Tank rein. Ich werde die Klappe zumachen so an der Seite. Vielleicht mit offener Klappe an der Seite. Heiko, den kann ich noch da vorher rein. Ja, komm's doch rum. Platz genug ist da. Platz genug, sagt er mir. Wir rollen schon wieder irgendwas rein, glaube ich. Ja, es sind 20. So weit du bist. Ja. Sag er mir, ist genug Platz, ey. Naja. Passt schon. Ja. Wenn ich durch ist, dann mache ich die 20 an. Den kann ich auch gar nicht sehen, weil ich den Tanker hier angeschlossen habe. Ja. Refuel 15.1 willst du haben, okay, das ist bekommen. Na? Das ist lernen, wie ich mit Taschenlampe hinstelle, weil das ist ein Ohr, das ist ein bisschen besser. Ja. Aber der sieht, dass ich draußen kriege, und dann fand ich es zu hin. Ja. Wir passen bei dir rein, 15.1, was du dir angegeben hast? Also Waffe? Nee, da geht mir rein. Hast du die Tanken mal voll? Ja, relativ. Also mehr als wie ein normaler Flieger. Also nach Düsseldorf würde jetzt keiner 15 Tonnen mitnehmen. Okay. Weil warum schicke ich den nach Düsseldorf und nicht nach Köln? Egal. Das ist nicht. Ja, weil ich da eine Lot gesehen habe. Ja, oder da ist man auch. Tankvorgang läuft. Ist auch ein Pushback? Hier? Also nicht wieder, aber ja. Obwohl, kleiner wäre auch da. Ich werde mal großen machen. Die großen sind besser. Das ist klein. Ja. Man sollte den Motor anmachen, dann fährt er vielleicht auch. Eventuell, ja. Ich finde, bei den Fahrzeugen könnte man tatsächlich echt noch ein bisschen weiter rauszoomen können, das wäre schön. So müh. Wenn man von außen fährt, weil ich fahre von außen in der Regel. Der Pushback für 22, das war die Lufthansa? Die Ibis. Die Ibis.
GPU haben wir nicht, kriegen wir dann drüben. Das ist gerade die Stange hinten quer hinterher ziehe. Achso, weil ich sie wahrscheinlich nicht hochgepumpt habe, ups. Schleift auf dem Boden. So, die Biss ist fertig mit allem. Ah ja, genau, Cargo-Doss machen wir zu und dann ab. Aber du kannst schon mal deine... Ja, das, ja. Du bist es auch gewöhnt, ey. Nein, ich meine jetzt, das bei uns ist Hammes vielleicht echt. Also echt ist noch nicht geschafft. Stange ist schon mal da, die Patte. Ich wollte jetzt nicht zu nah ranschieben, weil Herr Meckert dann wieder umwelt sich, weil ich im Bereich stehe oder so. Weiter, damit ich da mit der Luft, mit Luft weitermachen kann. Heiko, was machst du gerade? Herr Kreisflieger. Bei der Pedalwitzel kann man nicht aufladen. Bei der bist du eher auf 20. Genau. Nee, das hat doch auch nicht. Ich bin aber ich glaube, die sollten erstmal die Luft haben sie auf 18 beladen, oder? Ja, vielleicht haben wir auch erstmal die Leute auf 17 beladen. Ja, die lade ich nicht mehr auf. Sonst fertig? Ja, weißt du, Ding soll weg, aber ich fahre sie weg, ich hab gleich gestanden. Ne? Das ist wirklich weg. Flott, oder? Ja, oder geht's weg. Am besten wir sprechen über die Gates. Ja. Weil wir können durchaus mehrere Loks haben. Nee, tatsächlich nicht, das ist die einzige. Ja, okay, aber wir haben nur zwei Wiss aktuell da. Ja. Und dass hier nur eine Lot ist, ist tatsächlich relativ wenig, weil es ist Warschau. Ja, das ist mir auch aufgefallen irgendwann. Ich weiß, dass Lot eine polnische wahrscheinlich vielleicht sogar noch in Warschau ihren... ihre Homebase hat, ja. Ja. So. Zack, das ist mir egal, Gepäck warten. I have a problem. Wäre. Er möchte die links nicht weiter zurückfahren. Erstmal Enter drücken. Hab ich schon. Ist ja schon abgekoppelt vorne. Versuch mal nach links zu fahren. Nicht weiter zurück. Zeigt mir immer noch grün an, komischerweise. Hast du einmal Enter gedrückt, ja? Aha, ich musste sie als erstes abkoppeln, hätte die Tür gar nicht zugemacht. Erstes ist ja immer abkoppeln, Enter. Die Tür zugemacht und dann kannst du anschließend fahren. Vorhin sind wir immer bei 17. Ja, nicht möglich. Blenden wir die Piloten ein bisschen. Scheinwerfer in die Welt hat, die Kopf reinballern. Haben wir auch geschafft, das Ende zu kriegen? Ich bin raus. Mein Gucken ist ja. Ja, wenn ich nicht wissen, ob das alles funktioniert, wie es soll, weil. 17 kriege ich die Jeffin nicht weiter zurückgefahren. Ich krieg sie nicht auf ihre Parkposition, wo sie hin soll. Ich mach das hier erstmal, dass ich an Teile schicken kann. Naja, kannst du machen. Ich habe so viel weggefahren, aber sie will nicht weiter zurück. Ja, dann gehe ich immer wieder zur Luftwaffe rüber nach 37. Ach so,
Operation 37. Aus, so, das abnehmen wir schon ein bisschen. So, ich nehme mal an, die Wiss auf 20 war auch betanken, Franco? Ah, ja, alle Bomben. Was bedankt. So, Pushback, Abfahrt. Also dieser funktioniert alles richtig gut, auch so Treppe ran und ab. Ja, also praktisch haben die, glaube ich, echt viel gemacht. Jetzt gab es einmal kurz das Problem mit der Jetrader gerade. Hatte vorhin auch schon einmal kurz, dass die Treppe kurz ein bisschen festgehangen hat, aber das war wirklich nur kurz. Muss ich ein bisschen lassen und herspielen, dann geht's wieder, aber. Was ist jetzt Pushback genau? Das muss eine Fahrt gerade. Was los? Was schickst du da schicke Emojis, Smileys, keine Ahnung was. Bilder. Ja. Also das ist auch der Pushback, der geht deutlich besser. Turn on APU. Einschauen. So, ich würde mit dem Pushback direkt zur Lok fahren, ne? Was machen, ne? Wenn die so weit ist. Naja, wird die nächste sein. Okay. Die Lufthansa keiner braucht dann, ja. Ja. Luftwaffe, so. Nee, Luftwaffe braucht keine. Das ist gerade. So, und halt einfach mal komplett rückwärts durchgehen. Würde ich nicht. Mal rauszoomen, wenn ich außen sehe, ich fahre, aber es geht nicht mehr da raus. So, Tanker war gewöhnlich bei der 20 als nächstes, würde ich sagen, war. Ja. Das
schon irgendwann das Speicher weiß, welcher Punkt welcher ist. Ich weiß ja auch, ob Boden so ein Fehler ist. Stellen ja auf die Straße daneben, da muss schon noch einer angeklebt werden, dann fängt aber. Was haben wir da? Sind Sie dran? Ich und Keil entfernt, ja. Das war das, was fehlt da noch? Unloading Luggage fehlt da noch, okay. Also. Da 20 muss noch Gepäck ausgeladen werden. Ja, weil dann ist sie eine Weile abgeschlossen. Ich denke. Darf man es wieder? Ja, vorbeilaufen quasi. Alkohol hast du nicht vergessen. Dann, wie lange rumgelaufen? Ja. Wo stand das? Am rechten. Also. Ja, Heiko, du kannst hier einfach mit dem fahren. Ja, ich stelle noch ein Treiber für den weg. Ja, die kannst du direkt bei der Luftkammer anstellen. In so einem Fall, okay, also, die Luftkammer kann gar nicht anfangen. Brauchen Platz. Ja, ich meine jetzt. Ach, so ein weiter quasi. Ja, ich mach die Nummer komplett. Das geht auch nicht fertig. Ach, macht aber schon. Ja. Ich hoffe, ich gehe alles fertig. Das ist nicht der Erfolg. Das war der erste Flieger, der halbwegs pünktlich ist. Der Luftwaffe halt. Wie geht? Ja. Die sollten eigentlich pünktlich sein, ja. Ja. Danke, Nils. Hättest besser selber wegfahren können, ey. Hast du dir natürlich genau Haltung gestellt? Was? Hast du dir natürlich genau Haltung gestellt? Nee, 20 ausladen. Ach, ich soll jetzt ausladen? Ja, das war der Plan. Deswegen habe ich ihn so hingestellt. 20 ist ausgeladen, ja. Ich würde eigentlich ja schon auf die Wartet das gleich und ist gut. Und Pushback. Doch, so nah bist du nicht auf jeden Fall, ja. Also wenn die jetzt losrutschen, dann haben wir ein Problem. Ja, das
wegfahren. Oh. Ja. Kolony wegfahren. Ja. Er ist schon ausladen. Ja. Ich meine, allein machen wir jetzt langsam Zeit. Ja. Wir sind doch noch woanders arbeiten. Deswegen ist ja nicht so, wie wir nicht arbeiten können, ne? Nee, ihr habt nur zwei Buchwerks gemacht. Hab ich vergessen, hast du das alles alleine gemacht? Ja. Das ist nicht so. Weil wir das Flugzeug getankt haben, Also nutzbar sind die 1, 2, 3, 4, 5, also noch mit der
gerade zu zweit nur selbst von der nutzbar sind. Ja, ich glaube, noch ein Problem. Weil, ich wollte nicht. Die andere sind noch voll. Weil die Luftwaffe möchte eigentlich fahren, kann aber mit dem Luftwaffe nicht schlossen, kann nicht fahren, weil die Luftwaffe repariert hat. Ja, das sollte aber eigentlich auch kommen. Eigentlich, aber wir haben es noch nicht richtig. Man soll ja eigentlich jetzt problemlos möglich an das Meer laufen, vor allem im Rollfeld, also Textbereich bewegen. Ja, die halt blockieren dann quasi trotzdem den Textbereich hin. Also wo die Parkplätze sind und dann wieder ein rausgehen. Das war wenig. Das liegt nicht in unserem Einflussbereich. Das ist aus dem Bereich des Towers. Aber haben wir nicht mit zu tun. Der aus EDDG ist schon nichts da. Oder nicht? Der erste. War die erste Entlassung. So, dann versuche ich jetzt was. Ausrüstung, keine Ahnung. Was denn? Ob ich von den Leuten einfach den Push genommen habe. Glaube ich nicht, das funktioniert aber. Ich auch nicht. Aber versuchen kann man es natürlich. Die Leute wollten los. So, und jetzt schauen wir mal alle nicht hin, was die Luftwaffe gleich macht. Ja, ja. Ja, die wird gleich nicht mehr. Nein, nein, weil ich weiß nicht genau, ob der hier geknallt ist. Das ist leider nicht 45. Na, die sind doch schon, vergessen, die Steinkugel muss gerade. Na, dann hat die Zahl einfach mehr. Wo ist mein Tanker? Wo? Level 2 oder so. Einer steht direkt auf der 20 neben der Wüste, ja, da müsste aber jetzt auch getankt werden. Ja, die wollte ich tanken, deswegen. Da steht direkt ein Tanker daneben, die habe ich schon direkt dahingestellt, weil du meintest vorhin, das ist die nächste. Ja, ich habe den Tanker nicht gesehen. Ich habe ihn schon direkt dahingestellt. Ich hatte nur nicht auf Position gebracht, weil ich der Meinung war, dass der meiste will, dass man nochmal neu reinfährt, deswegen.
war komplett rausgefahren aus dem Bereich? Nee, das noch nicht. Fahren wir komplett aus dem grünen Bereich raus und wieder mal rein. Ah, jetzt hat er. Irgendwas ist hier eine Kunde, irgendwas ist an der einen Stelle hier hinten, wo wir vorhin die ganzen Wagen weggenommen haben. Also da ist eine Kunde auf der freien Straße zum zweiten Mal gegengefahren. Okay. Gerade mal die Luftwaffe durchlassen von meinem Bus hier. Ja. Am Vor. Ja klar. Gut, die war eh schon drauf. Ich hätte mir gegen die Gegend gefahren, wenn ich hätte. So, 10-8. Das ist sogar einigermaßen die Wege zu fahren. Und auch so versuche ich ein bisschen die Wege zu fahren. Fahrwege auf voll sind hier. Ja, und ich versuche sie jetzt dann aufzufahren, aber vor allem, weil alle gleichzeitig waren, ging es nicht. Ich versuche es halt nicht mehr möglich zu fahren. Hallo Luca! Der Ladeklapp habe ich schon aufgemacht bei der Hinterhälfte. Ja, bei der 45, da fehlt jetzt Gepäck, Passagiere steigen bereits ein. 20 Tankkörner geklappt. Was fehlt bei der 18 noch? Gepäck auch. Ja. Ich glaube, Heiko kommt so schnell mit dem Gepäck nicht hinterher. Ja. Also jetzt kann ich Kritik an dich, Heiko. Das war jetzt nicht gedacht. Das war einfach nur Es war nur als Feststellung gedacht. Kann halt nicht gleich nicht Leon entladen. Nee, deswegen, genau, deswegen. Es war nur als Feststellung gedacht, nicht als Kritik. So, und Schluss geht raus. Vielleicht sollte man zweites Fahrzeug zusammenfüllen. Ich glaube, das zweite Leben. Ich glaube, ja, aber so sein muss das zweite durchkloppen, das ist halt nicht. Gepäck ist halt das, was am Anfang am längsten dauert. Deswegen, ich warte gerade, dass die Pinne reinkommt, macht dann die Pinne komplett. Ja. Das ist aufs Gepäck. Eben mit ja, wir machen halt den ganzen Rest, aber Gepäck dauert halt, klar, natürlich, aber. Naja. Der ganze Rest in der Masse natürlich auch. Nee. Schon Steuerbahn stehen heißt? Bitte was? Würde man bei 45 stehen? Oder was? Ja. Nein. Ja. Oder? Wir nehmen mal Stadt 1. Stadt ist nicht sicher. Nee, ich sehe aber auch einen Tankwagen. Ja, bin ich doch ganz dabei. Gas. Ich fahr den Tank aber weg. Okay, da kommt die Fitnerkam rein. Ja, bin der Moin. Ja, dann ist mein Tank an. Tanker stehen hinten bereits auf dem Weg. Was ist die Sicherheit? Ja, Fox hast du? Also keiner wird den Kopf da legen. Ja, hab ich dabei. Okay, weil ich habe auch welche dabei, deswegen. Ja, ich habe schon zwei Paar dabei. Achso. Okay. Man wundert sich, dass nur von keiner da ist. Ja, Heiko muss dann einfach auch nochmal welche mitnehmen und dann... Oh Gott, nee, oder? Ja, der eine Hütchen ist im Reifen. Da steht es ja gut. Warum ist ein Hütchen im Reifen?
weil ich es gerade dahingestellt habe, damit ich die Jobs legen konnte. Oh. So, Tanker kannst du hinstellen. Jetzt ist doch nicht endgültig gesichert. Oh. Ich hoffe, nachher kann ich den wegnehmen. Vorne fehlt gar nicht. Ja, ich bin da schon noch. Aber ich will die 22 hier nicht blockieren, für den Platz, wo noch einer kommt, deswegen. Tankert einen, wenn ich davor stehen habe. Ja, trotzdem, wo man jetzt Tanker da steht, das so. Die 19 kommen wir nochmal raus. So, Tanker wäre da bei dir. Wo fehlt noch Gepäck? Wo muss noch Gepäck geholt werden? Für welche Flieger? LH. Ja, dann. Ach, das ist das. Die 18. Lufthansa. Wieder holt das Gepäck für die Lufthansa. Ich habe mir hier nochmal zwei Wagen zusammengestellt, wenn ich irgendwo rauskomme, heißt das. Da ist die Kohle im Weg ist. Ja, genau, da ist nämlich die Kohle. Natürlich super Problem hier rauszukommen, weil ich gerade durch die kleine Lücke durchfahren wollte und jetzt dann nicht durchkomme, aber auf der anderen Seite von der Lücke die Kohle ist. Einfach mit Rohr hier weit. So. Das ist ein Wagen, dann nennen wir sie umgekehrt. Sind. So, WAW05, okay. Komm mal. So, können erst Passagiere gehen raus. Na, warte mal. Die Finja ist jetzt mit Ausladen schon dran, ne, bei Gepäck. Ja. Dann nehme ich das gleich mit rein. Das ist doch kein Fördermann da. Da steht doch unter Witz. Ja, das ist ja nebenan. Noch fehlt. Brauchen wir halt noch ein Förderband. Ja, ich. Ach, komm. Ich habe ja eine Treppe fürs Gefahren. So. Halt. Ja, laufen wir kurz durch. Verdammt. Steht hier vorne. Förderbänder sind ja zum Glück nicht so weit weg. Kleines. Ja, da. Ja. Naja, das fliegt eine ganze Zeit lang nicht. Liegt hier vorne aus. Was? Was? Nee. Nee, also nee, ich lag hinten aus. Ach, ja, fang ich mal an. Soffen wir noch was? Ja. Da passt das. Das war das, muss gerade sein. Kann ich gleich noch, ne? Ja. Passt oder? Kannst du weitermachen, ich erstmal eigentlich. Ich mach das schon. Was weiß ich? Ich hab gerade nichts gehört. Na gut, irgendwie packst du das ein bisschen rum. Wann das Drehen von den Sachen? Mit der mittleren Maustaste, oder? An die rechte Maustaste. Ne, mittlere Maustaste setzt ihn zurück. Ja, deswegen. Ne, rechte Maustaste ist drehen. So. Und rechte. Irgendwie spackt das Ding hier so ein bisschen rum. Ja. Aber geht wenn die nicht an dem Flieger dran sind. Geht irgendwie schlecht. Hier. Ja. Ist leer. Also einer kommt mal runter gerade, aber dann ist die Kiste hier. Eine Runde mit dem Gepäckwagen, oder? Ja.
Deswegen nur mal so als Beispiel, ne? Bei Heidrunde nimmst du die Gegenstände mit E hin, nimmst du sie mit F. Das ist ja. Hier brauchst du E halt nur für so Sachen wie Engine Standard. Ja. So. Leer. So, ich fahre dann weg, ne? Ja. Und dann hole ich für die... Wie viel war das, ne? Für die Anna 19, ne, Anna 18, die Lufthansa. 17. Ne, das 18, das hab ich ja gemacht. Genau, ich hole 18 für die Lufthansa, hole ich dann. Heiko, ist Anna 45 schon, oder? Entschuldigung, bin schon was fertig. Ja, ja, da war, da ist schon beschäftigt, ja. Warum man hier bis ich durch bin. Deswegen, wenn ich mit dem Gepäck durch bin, dann würde ich die 45 abschließen. Habe ich jetzt immer mit Gepäck dazwischen geschoben, weil das Gepäck jetzt ein bisschen von dem Rückstau, sag ich mal, geraten ist. Kein Code, Fahrzeug stellt sich nicht voran. Alter. Mein Gott, ich bin noch nicht fertig. Okay. Nein, doch, warte. Ich war fertig. Ein wenig sich. Du hast den letzten Koffer mit draufgeworfen, okay. Ja, ja, ich habe alle mit draufgeworfen. Okay. Eis, du machst die 45 komplett fertig? Ich mach die 45 komplett fertig, ja. Gut, dann Lufthansa fährst du rein zum Gepäck, ne? Ja. Ich bringe jetzt das von der weg, die ich jetzt gerade hatte. Mhm. Und hol dann das von Lufthansa gleich mit raus. Gut, dann haben wir noch die... Das ist auch der Plan. 40, dann haben wir die 20. Die muss zu Ende betankt werden. Dann machen wir die. Ende betankt, also ich glaube, betankt ist wahrscheinlich. Nee, betankt hast du schon. Achso, dann musst du abschließen. Du musst abschließen, genau. Wieder alles wegmachen, ja. Sollte nur kein Strom drauf sein. Genau. Optimalerweise. Ja, sollte nicht drauf sein. So, wir nehmen und ich glaube, ich behaupte nur, dass es gar nicht unbedingt ein Erdungskabel ist, sondern mehr ein Potenzialausgleichskabel. Es ist tatsächlich ein Erdungskabel. Aber tatsächlich tut es im Prinzip die Spannungspotenzial, die potenziellen Spannungsunterschiede zwischen Tankwagen und Flugzeug ausgleichen. Ja. Also in echt mag es das so sein, wir nennen es Erdungskabel. Ja, es ist. Im Endeffekt ist es dann nicht. Es ist ja auch eine Erdung. Es ist ja auch eine Erdung. So, wahrscheinlich den Tank jetzt. Machen wir stellen mal die von heute. So. D0, also was 0 sind. Nur wenn man so nennt, ist es Potenzialausgleich. Genau. Was bei einer Erdung ja eigentlich nichts anderes ist. Genau, ist, die Erdung ist ja exakt das gleiche. Ja. Bis die Erde halt, ja, genau. Noch über die Erde verbunden ist quasi. So, dass man halt genau auf Erdpotenzial geht, aber in dem Fall gehst du ja auf Tanker-Flugzeugpotenzial. Eis? Genau. Ja. Wenn du gleich die 45 fertig machst, kannst du die Sachen zur 43 rüberfahren. Okay. Da kommt eine Lufthansa. Okay. Schön, dass Heiko die zwei Wagen, die angefangen hat, einfach hier an der Ecke drin hat stehen lassen. Das ist total toll. Ja, ich bin ja bisher immer gut herumgekommen, von daher was ist egal. Weil ich hab ja unten weggekriegt. Ich muss jetzt noch die Koffer finden. Ach, hier ist die Waffe. Diese Waffe? Naja, aber hier wird der Wait für Buggles, also Waffe. Wolltest du nicht für die Lufthansa holen? Ja. Ja, aber die Dinger heißen hier so, mal. Hier steht Wait for Buggles in Luggage Room VAW-05. Genau. Dinger hier drin heißen halt immer so. Genau, das ist halt der Punkt, ja. Einmal haben wir W08. Okay. Genau, hier ist irgendwas W08, das ist falsch. Da steht ja auch was anderes oder andere Flugnummer. W08, das ist meiner. Genau, das ist deiner. So, muss erstmal meinen finden hier. Hier drüben.
Ja, drüben, da hat er geguckt. Charlie 1. In dem Band hier. Ach, ich bin außen lang gefahren. Ich muss erstmal warten. Ich war außen, deswegen habe ich es nicht gesehen. Ich kann erstmal warten, Eis. Lass das mal kommen. Ich hoffe, wir sind noch gar nicht da. Kommt so langsam. Es sind tatsächlich 4 Bänder, ja. Ah, hatte ich auch schon heute. 4 rutschen. Oh, machen wir jetzt gerade mal alle Gepäck. Hast du draußen nichts zu tun? Hm, auch nicht. Ich weiß zumindest nicht was. Betankung durch. Bei der Wiss. Die Lufthansa ist noch nicht gelandet zum Einlenken. Würdest du vielleicht Bock machen? Oh, okay. Okay, dann bleib stehen. Wie viel sollen die Lufthansa haben? Wie viel vorne ist hier? Hast du gar nicht geguckt, siehst du? Ja, ich hab passend für hinten. Du hast hinten 9? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich jetzt hier, 4 noch. Mhm. Ah, da liegen sie. Ja, da oben liegen sie, genau. Das was Heiko einmal auch meinte, dass sie oben liegen. Einer fehlt dann noch, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zähle ich vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ach, nee, ich hab hier 1 zu viel. Ah, es sind noch ein zu viel, das ist dann auch mal, ja. Ja, ich weiß, euch etwas keine Angst. Und ich geh zur anderen Lufthansa. Mach das. So. 43 steht da schon irgendein Fahrzeug. Das steht wieder oben, die rutschen für Heiko auch schon, weil auch schon schön abgeworfen habe ich gesehen. Das Band oben läuft da immer schön oben und schmeißt dann immer schön die Koffer runter. Nein, zu gucken, über Heiko Koffer runterfallen. Schon für die nächste Maschine. Ja, ich bin gleich am Plan. So, 10 vorne und 9 hinten. Ja, erstmal wieder eine Gefreigung finden, gleich. Ich glaube, wo stand einer? Ne, die habe ich ja auch anders gefahren. Ja, eben. Ja. Wir haben an der Lufthansa bis Finnair und dann eine Enter dran. Also hier, weg. Jo. Aber die hat auch noch Zeit, die Lufthansa. Die Finnair kann tanken. So, ich war jetzt bei der 18, genau, so wäre jetzt ja hier 18. Warte, der Gepäck rein und den Rest machst du dann fertig, ja? Bei der 18. Ja. Einmal hätte ich 45 dann fertig. Und der Punkt ist, beim Ausladen kann man vielleicht alleine machen, einladen ist eher schwieriger. Ja, ich glaube, rein ist sogar einfacher, wenn du es ohne machst. Ja gut, wenn du es einfach reinschmeißt, ja. Genau. Boah, das... Im Spiel kann man es natürlich machen, aber ich würde es jetzt so nicht machen. Das ist halt die Frage, wie das Band tatsächlich auch positioniert ist. Aber bei mir liegt gerade hier richtig gut an vorne, dass er den Koffer wirklich einfach reinschiebt. Ja. Laderaum und das ist ganz gut trotzdem. Was noch? Der Betankung läuft. Am Start ist 8:25. Was ist? In einer Minute. Oh, warte, schaffen wir. Abflug ist aber erst 50 von daher. Siehst du, wir haben noch eine halbe Stunde. Brauch ich noch Catering in die Lufthansa hier eigentlich? Auf der 18? Nein. Die Lufthansa hat die Catering. Achso, abgelaufenes Zeug.
Nee, sind ja am Abend erst hingeflogen, ich hab einen Abend eingeladen. Abgestandenes Zeug. Glaubt mir, das passiert echt genauso. Ja, will das nicht abschreiben. Langstrecke Emirates, 13 Stunden Flug, das heißt, wenn du mit dem Kampf schon dabei. Ja. Verladen oder was? Jupp. Deswegen habe ich jetzt nämlich für Heiko zum Beispiel, da habe ich auch nochmal zwei Ladezyklen abgenommen, die ich jetzt immer das gemacht habe. Oder so. Ja. Ja, wir sind ja auch langsam im Punkt, wo wir mehr dazu so machen können. Ja. Nicht eine entspannte Arbeit. Wollten, aber es wollte ich schon mal noch. Vielleicht gibt es einen guten Verbindungsabschluss. Was wollte der für die Waffe mit der Hände? Nein, sonst. Nein, sonst. Ah ja, da fahrt der ja super. Nur kurz ein Chatty mal rein, vielleicht sollte ich keinen Chatty sehen. Hier schon da. Der ist schon da. Ja, sie ist da. Ja, ja. Lauf! Ja, ich geh schon. Achso, die wird eingebunden, ne? Ja. Ja, Kapitän, ich komm schon. Ich bin auf dem Weg. So, landen wir jetzt nochmal. Nein. Die 18 kann übrigens ja schon disconnected werden von der GPU her. Ja, du bist im iPad dran. Hier ist GPU, Cones, Check Airplay, da ist dann Pushback. So, da reinkommt, braucht schon mal. Ja, da fahre ich halt aber 45%. So, und ich gehe jetzt zur 45 rüber und mach da weiter. Verlassen alles direkt zur 43 rüber, ne? So. Der Treppe rückwärts gegen den Bus knallt. Was war denn am Treppen? Ja. Du warst gerade da jetzt reingefahren? Ach, du hast dich zu 17, hast du gesagt, ne? Sorry.
stehe direkt neben dem Flugzeug und er sagt, nein, das ist doch ein bisschen mehr. Und dann ist es da, ich glaube, das. Dann machst du wieder Check-up. Ja, nein. Ich bin wieder raus. Nein. Ja. Für 15 rechts und für 15 links. Was? Und da werden gleich voneinander. Okay, das kann ich sehen. Habe ich schon gemerkt. Ich habe jetzt gerade meine Flasche neben den Lüftungsausschuss von meinem Laptop gestellt. Okay. Hier schön warm. So, check up. Klassischen Klappen, die wir selber öffnen können, die offen sein können, ne? Die wäre ganz sicher eigentlich nicht. Ja. Ladeklappen. Ja, doch, Fuel-Panel kann offen sein. Ja, genau. Fuel-Panel halt, also die Ladeklappen halt, Fuel-Panel, ne? Die für die, je nachdem welche Fahrzeuge ist auch die Laderaumklappen quasi. Und diese Kontroll-Hydraulik-Dinger da. Welcher ist gerade das von den beiden? Mich doch schon. Bin doch schon da. Klingt mir direkt für die 43 ein. Versorgt jetzt erstmal 43 mit allem, was ich so haben möchte. Wir können schon die 20 eigentlich. Was? Ich weiß nicht, wie haben wir es denn? Also, die 20 war der Option der Freigabe. Ja. Reicht dann der Name. Und hier wird jetzt aber fertig gemacht werden. So, next one. Oh, 43, jetzt bist du auch endlich versorgt.
Service. Wer macht die 21 aktuell? Ja, die ist fertig, weil dann will ja schon das Ding 150 abgeschlossen werden. Wenn du gerade sonst nichts zu tun hast, dann mach die 21. Ja. Okay, weil ich stehe natürlich auf 20 gerade. Aber dann ich einfach den Effekt raus, dann halt auch. Ich hab ihn. Auf 43 kann Gepäck ausgeladen werden. So, zack. Also, ja. Ja, ich hoffe, das ist. Okay, das ist die Ding. So, und die Ding, zack. Mach durch. Dann können wir jetzt nicht die Opfer markieren. Fahr den Tanker jetzt. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis die hier raus ist. Ja, es sind beide gleich jetzt. Na, jetzt fragen wir, wie heikt jetzt die erstmal? Was ist halt die 21? Ich mach das weg rein und dann machen wir zwei wieder raus. So, bei der 43 müssen die Flugkiste raus. Muss nur noch Gepäck ausgeladen werden, ist aber abgeschlossen. Du hast jetzt 20 Pushback und halt gemacht gerade
Das ist Gepäck. Okay. Bei der 21. Dann fahre ich bei der 21 schon mal die Jetway zurück. Ne, aber hier bei der 43 muss ich gerade warten, bis die Fluggäste alle raus sind erstmal. Deswegen hier drückst du am Ende, ich kann sitzen auch, nein, drückst du auf das Ende und dann wartest du, bis die Animation vorne beendet ist und dann fährst du das Ding zurück. Keine Ahnung, was ich mit dem Feld hier machen würde. Respekt Plane vom Sand. Aber ich kann ja nicht einfach den Flugzeug oder den Pushback hier wegnehmen. Ich habe kein Bereich, wo ich den schieße. Also für das Flugzeug kommt irgendwie auch gar kein Gepäck. Die 21. Hey, jetzt kommt was, wa? Oder? Mein Gott, hat die gerade festgehangen, ja, an der Fähre. Jetzt ja, kommt was, hat ein bisschen gedauert. Ich hab halt ordentlich festgehangen an der Fähre, ne? Echt ein bisschen hin und her wurfeln, dass er die ja nicht mal löst von der Fähre. Wir dürfen nicht so gegen Ochsen, ne? Behaken ist ja dran immer noch nicht. So, wir müssen raus von der Fähre. Zur 17 und mache ich das mehr ran. Ah, jetzt sind wir auf einer Zeit. Okay. Also, das Pushback war zu sagen, muss ich erst ansetzen, wenn man noch die Freigabe hat. Beziehungsweise auch dann noch kurz mit warten. Ja, du hast die Freigabe. Ich hatte auch die Freigabe gehabt. Die Freigabe hatte ich, aber ich hatte sie nicht angekommen. Wahrscheinlich. Wobei das ganz ging vorher. Kann ich mal eher schnell. Das passt. Vor allem, ja. Das ist bei dir das eine Airport-Situation. Ich finde zwar sehr interessant, dass du sagst, man noch Connect Gateway, obwohl die eigentlich nicht dran ist. Ich habe den Gateway nicht abgehakt. Ich habe es jetzt auch nicht bewegt bekommen, weil laut ja. Wie sie aufgebaut ist, ist sie verbunden, aber... Die ist verbunden. Ja, dann würde ich mal sagen, bleibt hier stehen heute. Ich werde die reingefahren. Ich habe die reingefahren. Schön, nachher kommt da noch ein Flieger. Ja. Aber der kommt erst, nachdem wir schon beendet haben, wahrscheinlich. Okay. 11.04 Uhr sind 2 Stunden, ja, schon lange nicht. So, was haben wir denn jetzt? Die Lufthansa, ne? Ich fahr gleich den Bus weg bei der 43. Die finden, ja. Heiko, du bist schon bei der Finden? Nein, ich komm nicht an. Auf dem Weg. Willst du diesmal reingehen?
ich mache unten meinen Job. Was? Ich mache unten meinen Job. Ja, ich merke schon, du magst es nicht von engen Räumen, ne? Der mag das schon, aber ich will da auch nicht gerne reinkriegen. Wenn man anders hört. Also, ich sag mal, wenn ich die Wahl hätte, würde ich da auch nicht reinkriegen wollen. Also, sag ich mal, ich bleib draußen. Also, ich sag mal so, ja, eine 737 Frachtraum muss ich auch nicht rein. A320 stört mich, da war ich schon drin, mehrfach. Ja, aber also, auch, glaube ich, allgemein nicht in irgendeinem Frachtraum. Ist ein. Also, ja, klar, groß auf jeden Fall. Ich hab jetzt keine Platzangst oder so, aber. Also, ja, man muss sich halt schon bücken, ne? 1,14 ja. Ist halt nicht so. Ich weiß noch weiter hin, ja. Ich hoffe, dass er das hier irgendwo noch mit rein, dass Airbus auch Container haben kann. Dass du Container abladen darfst. Ist nur ein bisschen schwierig, weil du die Container irgendwo dann hinpacken musst. Und die Passagiere steigen aus dem Bus aus, das Bus macht das Gepäck von der 43 weg, dann ist die Arrival abgeschlossen. Na, wie bei der 17, da will er ja irgendwie nicht gerade. Da will er ja nicht die Jetway erkennen, dass die dran ist. Was ja schade ist. Die beiden seine. So, die Jetway verpackt, sag ich mal. Dann lässt sich weder abtrennen noch irgendwas machen mit ihr. Naja. Abtrennen geht halt nicht, weil eigentlich hier wieder verbunden. Was soll sie verbunden werden? Du kannst ja auch das Fahrwerk gleich mal nicht drehen. Du kannst, weil es ja an sich verriegelt ist, aber eigentlich zeigst du von der Beleuchtung hier, also von den Lampen hier auch rot an. Also ist sie ja eigentlich nicht verbunden eigentlich, aber... Genau, von Lampen her und so weiter ist eigentlich nicht verbunden, aber ist eigentlich verbunden. Genau. Da ist irgendwo was mit der Synchro gelaufen. Okay, die Maschine ist also dann nicht kaputt. Genau, die ist gewartet. Kaputt gegangen. Genau. Haben Probleme so. Mit der Tür. Und da ja nicht aussteigen alle. Genau, das kann sich jetzt sein. Das fällt einfach noch nicht durch, aber ist egal. Naja, theoretisch, ich würde mal jetzt sagen, okay, hintere Tür, aber... Ja. Ich glaube, wir ran hintere Tür, genau. Da ist deutlich hin. Da haben sie einen A320-Zertik. Aber nachts bei einem Schlepp. Okay. Haben sie irgendwie, also der Flügel ist beschädigt, hinten eine Seite, das Höhenruder ist abgenutzt. Boah. Okay. Also der Flieger stand quasi nicht so, also quasi einmal 180 gedreht zum Terminal. Toll. Ich habe keine Ahnung, wie sie das hingekriegt haben. Da muss eine Menge schief gelaufen sein. Das müsst ihr erstmal schaffen, ja. Du hast jetzt eine andere ausgeladen, Heiko, ne? Lass B laden. Wir haben die B-Laden. Ich weiß nicht, ob da 15 vorne das Swiss. Ja, dass das Swiss gelandet. 15 rechts, die Swiss ist da. Ja, überhaupt nicht mitbekommen. Haben da eine GPU irgendwo stehen? Dann nimm die von der 17, die verpackt ist. Wenn die Türen schon nicht funktionieren, brauchen sie auch keinen Strom mehr. Ich ja. So, 23 muss wieder ausgeladen werden. 43. Hecktechnisch. Dann bin ich hier auf dem Weg hin. Sehr schön. Boah, ist denn alles eng hier. Ich will kein Dings dran, aber ich habe hier nur einen stehen. Also ich wollte ja noch schnell ran. Ich hab den noch von der 45 nicht rübergefahren bisher. Laufbahn, also von der Wand habe ich dazu. Soll ich die hier rausschmeißen? Koffer einfach. Schön, ja. Das krieg ich hin.
Haben wir jetzt halt drei Deko-Maschinen hier stehen. Ja. Guten Abend, Patrick. Hallo. Den dann so schnell wieder fertig, dass ich gleich direkt im nächsten Jahr, also die nächsten kommen für den abholen kann. Für den hier? Ja. Ich muss nur betanken zwischendurch, dann sollte es. Haben wir nicht noch einen anderen? Nee, die Kuh ist ja kaputt. Mit mir muss noch rausgeschickt werden. Das will ich dann gleich mal machen. Aber sobald du weg bist, Heiko, ist das ja hier abgeschlossen, glaube ich. Obwohl, muss ein Ausladen reicht ja, ne? Oder muss es schon auf dem Band auch beim Terminal liegen, bevor es abgehakt wird? Ne, nee, es muss abgegeben sein. Muss abgegeben sein, ja. Muss also noch warten, muss es abgegeben werden. Oh Gott, ey, wie weit muss denn die Brücke hier rausfahren? Weit. Dann wundert man sich, dass die kaputt geht. Na, erst ne? Also, ich bin weit weggepackt. Na? Steckst du mal aus wieder? Danke. Okay, wenn das Wasser das hier macht. So, wir hören gerade. So, Finnair. Ich hab gehört, die wollten den Bus wegmachen. Wollen sie das? Also, ja, fahren denn dafür? Erstmal ein bisschen klappen noch für alle. Westzahlen? Keine Ahnung. Geht mich doch nicht an, Mann. Aber das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt nicht beantworten könnte, was das kostet. Halt nur schon mal um das Band hier, damit das in die andere Richtung wieder läuft. Mal reinfahren. Sobald hier betankt werden kann, wird ich betanken. Tanker ist ja da. So, das Hütchen, was ich in den Rad gesetzt habe, kann ich jetzt auch wegnehmen. Macht also keine Probleme. Darf ich das obere Panel nicht öffnen? Wenn wir, eigentlich darf, kann man alle Klappen jederzeit öffnen hier, oder? Theoretisch. Eigentlich ja, warum kann ich die Bremsklötze nicht wechseln bei der Finnair? Ich krieg gerade bei der 43 die Klappe vom Flügelpanel nicht auf. Weil die APU noch gar nicht anders. Variante. 43, ich tue das jetzt an, Loading Package, genau, 14 fehlt noch. Also entweder ist es, weil da jetzt der Tankprozess noch nicht gestartet wurde, oder dass man gesagt so, hey, du kannst jetzt die Fuel Panel Klappe noch nicht öffnen, wundert mich aber trotzdem. Weil die andere, wo der Schlauch rankommt, die kann ich aufmachen, aber die am Bauch hier, die Klappe nicht. Endlich haben wir den zweiten Papa. oder wer anders muss gucken, ob man die Klappe aufmachen kann. Aber... Pushback.
Das Tank soll ja theoretisch schnell gehen, ne? Also bei 7,900, ja. Das Tank jetzt auf jeden Fall vom Tank, das ist die Hauptsache, ja. Ja. Ich glaube, nur ein, zwei, die hat man ganz wenig, nur was wir brauchen können. Dann muss ich eben warten, bis die vorgetankt ist, oder wir gleich dann das Gepäck holen hier. Wenn ich jetzt das nicht auch brauchen kann. Ja, aber. Gar nichts weiter an. Verdammt. Ich weiß jetzt nicht immer einen Weg hier. Naja, aber Tank noch, dann würde ich da erstmal anschließen und so weiter. Ja, aber 7900 schnell getankt. Ja, aber weil wir schon 2500 müssen einstellen. Ja, vor allem oder Abbau muss ja auch treffen. Ja. Ich muss gucken, ob ich die Tankklappe aufkriege. Also das Panel aufkriege. Ja, auch dazu. Komm, das ist jetzt das Panel auf. Ja, dann war es tatsächlich wegen der Taster nicht aktiv war. Wie viel müsste haben? 7,9. Also, wir stellen fest, ein paar Bugs gibt es immer noch, aber es läuft besser als ja, vor ein paar Monaten. Ein paar Monaten konnten wir teilweise nicht mal ein Flugzeug abschließen. Wenn doch, meistens haben wir genau ein Flugzeug fertig gehabt, dann war irgendein Bug. Naja, oder es war schon vorher, weil der Host schon nicht mehr nicht bewegen konnte, aber dann im Fahrzeug fest saß oder nicht mehr rauskam aus dem Fahrzeug. Also, alles wieder zurückbasteln hier gerade und dann da wieder zu machen und wieder ausmachen, Klappe wieder zu machen. Ich finde, er hat tatsächlich auch nur noch eine Verspätung von 4 Minuten. Auch weil er das Erdungskabel abgemacht hat, bevor ich den Schlauch gemacht habe. Er hat sich aber machen lassen, tatsächlich sogar. Ja. Light Deck, Tankung, Confirm, Tightening ist auch perfekt. Jetzt fehlt 16. Wer ist der nächste, der betankt werden will? Swiss? Fahrzeugbereich, Hänger kommt lang und angeeiert. Ja. Aber so muss es laufen. Zack, zack, zack. Also den Tank kann man hier stehen und abgucken, ja. Erstmal. Fahrt kommt hier mal nicht sehr. Wo landet unten schon mal? Schlafen. Nee, ist Landung. 41. Passengers. Das Schöne ist, ich habe den Bus da einfach an der Stelle stehen lassen und sie das direkt spielen, den Bus also steigen gerade direkt in den Bus wieder ein. Das ist ja sehr toll. Dasselbe ging. Okay. Ich musste nicht extra aus dem Bereich rausfahren. Das ist schön. Jo.
Theoretisch für die Luftinsetten, also für die auf dem 43 hätten wir noch 3 über 4 Minuten, das sein müsste. Haben wir hier irgendwo einen Förderband stehen? Ja, da. Toll, das Förderband kann man wieder mal nicht rein. Was tippst du eigentlich die ganze Zeit dann nebenbei? Keine Ahnung. Nur eine Tastatur einfach ärgern. Glaub ich dir. Das ist schön, lässt mich auf den Beifahrersitz einsteigen oder genau auf den Fahrersitz einsteigen. Oh, die steht schon bereit, die GPU für die da. Kann mal jemand gucken, ob er bei der 18 unten am Gate in den Bus auf den Fahrersitz einsteigen kann? Ich komme da irgendwie gerade nicht auf den Fahrersitz. Ja, gut. Kannst du dann mal ein Stück vor zurückfahren mit dem Bus, dass der funktioniert oder so? Ach doch, jetzt. Da war er. Da war er. Wo ist er jetzt gerade? So, Luca ist raus, weil der wünscht noch einen schönen Abend. Ja, danke dir auch. Ja, guten Abend. Und gute Nacht. Gepäck kannst du immer helfen. Ja, wo haben wir den anderen Gepäck? Da haben wir den. War ich nämlich hier schon mal fast fest. Mhm. Wir schneller? Wie meinst du, wer schneller? Ja, wir sind, haben uns wegen gerade so ganz knapp nur verfehlt. Ja, wir sind halt immer kurz gefahren, weil du bist von mir so, gefahren. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ich kann ja nicht kommen. Sehr gut. Warte, ich geh hoch. Nicht viel. Nicht viel? Ich habe jetzt die Liste nicht offen dafür. Also ich hoffe, du hast es abgezählt. Ja, 7 pro. Okay. Ist einer runtergefallen gerade? Ne, sind alle da. Okay. Schön, dass ich mit dem Etikett in meine Richtung lege. Dann kann ich gucken, ob die richtigen Koffer ist. LH 1611, ja, sieht gut aus. 9.05 Uhr. Ist das 9.05 Uhr? Ankunft, 9.05 Uhr, ja. Ankunft, Abflug, ja. Ah, das müsste letzte sein. Wie spät ist es? 9 Uhr, warte. 9.06 Uhr. Ja. Naja, sind wir ja noch relativ nah dran. Noch nicht so weit von entfernt. Ist ja auch fast ready. Kriegt jetzt hier noch ihr Gepäck und dann ist sie eigentlich durch. Brauchst du eigentlich Catering? Hat er immer gut die Catering brauchen? Brauchst du nicht. Die Katja braucht Catering.
Gefahr ist nicht verfolgt. Nee, die steht da noch. Nee. Ah, die braucht bestimmt ein Follow Me. Und klar. Ich weiß, ich habe ein paar Flieger in Follow Me verpasst. Kann sein, dass die eine davon ist. Hallo, fragt gerade, ey, ein bisschen vorsichtiger beim Koffer. Warte, wir haben sie wesentlich geschmissen, aber sei froh. So, wer ist Nilsson? Koffer für irgendwas anderes? Nein, müssen wir mal gucken. Nein? Was ist? Ja, sagen wir es so, ich habe einen Anhänger irgendwie abgekoppelt. Okay. Also nicht absichtlich abgekoppelt. Aber der ist abgekommen, oder? Dann fragen wir bei der Tree auf der 17. Was war damit jetzt? Die einfach ignoriert. Ist verbuggt. Okay, was passt denn da nicht? Die Brücke will nicht. Du kannst gerne die Brücke mal versuchen, ob du mit der Brücke irgendwas machen kannst, aber. Ja. Wenn die jetzt hier auch so Gepäck aus hat, deswegen. Okay, das kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Das warten wir mal. Der hat schon wieder einen Ohrwurm. Diesmal ist es Nachtflug von Falco. Ich kenne Falco, aber ich kenne das Lied nicht, tatsächlich. Ich kenne von Falco nur Amadeus, von daher. Na, ich kenne noch Genie und Out of the Dark. Und, aber Out of the Dark habe ich sogar als Single-CD hier tatsächlich. Aber, und Genie, ein super Lied, ein super tolles Lied eigentlich. Also, es ist traurig, aber es ist toll. Und ja. Das kann gut aus. Aber mal auf YouTube anhören. Ja, aber ich habe keine Zeit für, ich hab nicht da. Kann ich gerade nicht machen, du. Ach ja, das Mathe darf bloß nicht bei mir schauen. Sagen wir so, die Koffer lernen fliegen. Toll. Ja. Das war ordentlich. Nee, kann ich nicht noch ein Bett packen. Parallel nebenbei machen. Nein! Ah, der war zu kurz. Aber der Koffer steht wenigstens vernünftig. Auf allen vier Rollen. Und da ist Koffer kaputt gegangen. Ah. 42 startet APU. Sehr schön. Ja, das ist kaputt mit gar nichts, ne? Das ist so. Ja, also ja, nicht so, aber das echt ist auch irgendwie nochmal deutlich lauter alles. Ah, ist ein weiter Weg zum Weg dann. Einfach nur geradeaus. Wer hat da die Anhänger gestellt? An die Kurve? Ja. Ne, den wir bekommen, weil 4 war deutlich zu lang für die Halle. Die Reihe ist ja noch gar nicht viel zu hängen. Ich muss halt ein bisschen weiter ausholen. Ja, in der engen Halle kannst du nicht weiter ausholen. Ich war ja schon ganz außen. Der zieht dir eher an. Schade. Und eben, wenn du aus der anderen Richtung kommst. Kommst du in die erste Reihe rein. Mann, warum fallen denn jetzt die Koffer alle raus? Und das Ding hat auch keine Plane.
ja immer jetzt voll um die Kaffee ein. Was hab ich jetzt als Volumi? Hab ich mal ein bisschen anders zu tun hier gerade. Ja. Was geht da? Ja. Ich hab weggefahren, wa? Ja. Alles klar. Aber was gerade kommt, das ist immer naja. War schön da. Ja, aber ich glaube, so der Koffer nicht. Warum? Wo sollen die Maschine hinreichen, die da jetzt die Folge machen? Auf die 19. So, mal gucken, wie ich am besten zu 19 komme. Ja, gerade durch und dann kommt er wieder lang. Ich versuche jetzt trotzdem einfach mal. Ob ich irgendwas bei der Tür nochmal ändern kann. Mach mal. Die Swiss kann dann auch betankt werden. Was kann betankt werden? Die Swiss. Die Swiss. Ja, ich mach grad Check-up, wenn ich fertig bin, dann. Ja, nee. Da kann ich gar nichts machen. Da geht gar nichts. Mach mal Check-up. Aha, guck mal, die Fuel Panel Klappe ist offen. Manage all unexpected events, genau, ich habe das mal sogar einen entdeckt. Und vorne die Klappe ist auch auf. Und Ladeklappe, ja. Da war ich doch noch nicht. Rechts muss getankt werden. Ja, schon. Was? Mittlerweile okay. Ist das schon. Ich dachte, ich hätte auch was. Ja, ne, ich hab's gemacht, damit wir gleich wieder Gepäck laden können. Wie ist das? Ja, weil ich auch gewusst, dass ich Gepäck habe. Ja, die Katan müsste komplett einmal abgefertigt werden, wenn es vielleicht drin ist. Ja, Hyperloaden muss sie gerade rein. Wie will die fahren? Fahren wir mal ein Stück weit davor. Ich war gerade schon ein bisschen ganz vorne hin. Ah ja, mach mal. Irgendwann hast du eine Anzeige links, wie weit die weg ist. Fahren wir weiter noch weg. Fahr weiter. Ja, mir ist der Vorderseits nämlich auch erst losgefahren, als ich. Hast du das Follow-Me auch angeschaltet? Oder? Ja. Ja, ich frag mal. Bei mir ist er vorhin auch erst losgefahren, als ich schon aus dem Bereich rausgefahren bin. Ich bin im zweiten Bereich drin. Ja. Jetzt machen wir einmal das Kontrolle.
Ich habe einen ganzen Run stehen. Welche Position geht denn die 19? 19. Ja, alles halb hinter mir. Doch, dran sind, steht zum Beispiel mit diesem sehr fett tankfertigen. So, für die Swiss sollte jetzt auch wegkommen. Tanker wird abgeschlossen. Ja, das dauert ja immer einen kleinen Moment. Ne? Der Service war jetzt ganz Service Start, die mussten hier erstmal kommen, die Sachen. Ja, okay. Das dauert echt nur, bis die kommen. Aus dem Katakomben. Gepäck ist schon aktiv, oder? Ah, ja. Naja, Gepäck ist gerade aktiv gegangen, deswegen ist es. Und du hast echt drei Reihen. Ich hab das schon. Ist ja erst vor kurzem aktiv gegangen. So, Eis. Hast du da noch? Ja. Dann geh ich mit 19 Beute. 19 Beute. Dann stopp. Bitte was? Was denn? Nee, das brauchst du nicht. Mach mal aus. Der fährt schon selber rein, Heiko. Ja, okay. Außer mit. Jetzt kommt uns mit einem Schlüssel doch nicht. Kurz noch vorne gehen. Dann lassen wir es. Und einerseits, ja, wir haben hier auch zweitens. Es gab uns nochmal weitere. In 13. Dann wählen wir eine Sicherheitssperre her. So. Hast du Shock Psycho oder soll ich machen? Ich hab's schon dabei. Okay. Ja, das ist. Ja, aber ich hab's auch noch im Inventar, deswegen. Ich hab schon zweimal im Inventar. In der Zwischenzeit. Wer ist denn jetzt noch? Reicht dir. Man schreibt, ihr seid eigentlich total professionell unterwegs. Nicht so wie der Mitarbeiter des Flughafens Wien Schwächert, der mal so im Vorbeigehen einen A320 Neo geschottet hat. Das ist genau die Story, die ich vorhin erzählt habe. Ja, genau. Das hat er nämlich vorhin schon erzählt, tatsächlich. Ja, das macht schon. Ich hoffe, du hast die Bilder gesehen, ne? Der Flieger sieht nicht mehr so, flugtauglich aus. Ja. Bypass bin. So. So, Connect GPU. So. Zack, zack, zack. Irgendwo sollte noch einer liegen. Ja, oder vielleicht mal raus. Oder? Zehn durch. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Einkäufer fehlt. Like.
Echo turn off APU. So. Okay, jetzt schon. Gerade drin. Ja, das ist, fehlt wirklich ein Koffer, ne? Ne, da, blau auf blau ist wieder blöd, ne? Augen haben. Ne, der lag halt im dunkelblauen mit dem dunkelblauen Koffer. Naja. Kann man leider die Kamera nicht drehen mit der Jetwing? Das habe ich auch gemerkt, das ist ungünstig. Muss auf jeden Fall tiefer. Ja, ich sehe schon. Also ich kann zu viel besser in Ego-Sicht an. Also. Q und E kannst du dann einfach machen. Die Steuerung ist jetzt nicht, keine Ahnung für mich, sag ich mal so. Das passt nicht ganz. Da nach rechts. Nein. Da hab ich ganz so ran. Ja. Aber noch ein Grün. Da schwenkt man, spricht man so nach rechts. Grün. Er muss irgendwie mehr ein ganzes Stück rüber. Und Koffer 3 da und Koffer 4 da. Ja, jetzt damit hier erstmal. Hallo? Bin ich wieder das Rad steht unten. Du hast eine Anzeige dafür, wie das Rad steht bei dir halt auf dem Fußballer. Da. Da, hat verbunden. Gepäckwagen denn? Unterwegs. Ja, ich schmeiß die Kasse alle raus. Dann kommen die Idioten alle auf den Boden. Mhm. Die alle noch nicht, aber. Hier. Einige drin hier. Ja, mehr bei dem. War glaube ich der 40er. Das sind wieder abgeschlossen, ich will jetzt tatsächlich wieder die Betankung übernehmen. Tankwagen ist schon in der Nähe. Der rote ist der letzte Heiko. Also der zweite rote, weil ich von dir aus gesehen ist. Mich doch aus diesem verdammten Wachraum raus. So. Er hat den Koffer verloren. Muss man Förderband frei fallen.
Hab den Koffer, hab den Koffer nicht gestellt, ne? Hast du den Koffer platt gefahren, was ist denn mit dem Vorderband? So, dann machen wir mal wieder hier zu und dann gibt es gleich noch ein paar Speck. 8 Minuten habe ich noch. Machen wir hier auch gerade zack, zack. Zack, 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 zack. So, dann gucken wir einmal weg. Zug. Ups. Ups, finde ich immer gut, ne? Ups. Hoppala. So, jetzt heißt es wieder 10 Kilometer in die Lukasbrücke reinfahren. So, was haben wir? Der Stream ist sowas von real, sowas schlimmer geht's kaum. Wieso? Wir sind doch total umgänglich mit dem Pack hier. Jo. Nur weil ich das runterlaufen lasse und das vielleicht schneller unten ankommt, zeigt, dass ich das verladen kann wie im Zweifelsfall, aber. Du, aber das passiert denn echt regelmäßig. Du, das würde ich jetzt auch nicht auch gar nicht abstreiten. Also. Oder auch beim B-Laden Förderband oben. Du hast ja immer diese Seitenstützen. Ja. Ja, manchmal fällt er halt trotzdem im Koffer durch. Ja, was willst du machen? Das lässt sich nicht ändern, ist eben so. Mal machen. Mhm. So, was bist du als nächstes? Im Start. Da kann man schon mal die Hähnchen einsammeln. Wie viel haben wir aktuell hier? 17 geht da gar nicht. Wir haben gleich nur noch einen. Noch eins. Die 19 ist gleich. Nee, die 19 haben wir ja noch. Da ist ja gerade Unload, das machen wir ja gerade, genau. Gleich fertig. 15 rechts die Swiss, ja. Dann kommt erst theoretisch in einer halben Stunde erst 15 links rein. Ja. Da wundert mich, weil eigentlich hat sich die Uhrzeit da anders gesetzt gehabt bei denen. Tja. Danach haben wir jetzt tatsächlich nicht mehr wirklich was, ne? Nö, aber wir haben es ja auch schon langsam von der Zeit. Das stimmt aber. So, ich war der Heiko, und die Sachen wieder Weiche weggeschmissen hat. Also Heiko fährt jetzt mit dem Gepäck direkt vom Flugzeug zum Mülltonner. Mhm. Auch hier hat die Lukasbrücke-Fehler. Die ist durchgehend an. Das sieht man mit die ganze Zeit. Was heißt, wie viel mit die ganze Zeit? Ja, die macht so ein läutet quasi. Hm. Das ist, ja. Bei der Swiss jetzt, oder? Ja, bei der Swiss. Mit dem Zurückfahren, aber ist aber zurückgefahren. Okay. Ja, zurückgefahren ist komplett, das ist nicht das Ding, aber sie ist halt. Läutet. Oh, perfekt. Na dann. Einmal verbissen mal. Dann abfahren.
Part 2. Oh, das ist natürlich ein bisschen bescheid, was abgeladen habe, das ist der 35 Patch. Ja, warte. Ja, trotzdem. Klar, und das ist der Punkt, ne? War ein Leben sind noch viel mehr. 35 ist ja nichts. Eigentlich wenn man mal mit. Eigentlich müssen wir das mal machen, für nächstes Mal nicht mit dem Patch fahren. Weniger Flüge dann, aber halt echte Patch fahren. Ja, und so ist der so im Schritt. Ja, schon so, ne? Also je nach Patch. Muss so klar. Ja, dann mal gucken, dass wir ein paar Flüge mal rauskriegen. Ja, auf kürzeren ist natürlich dann oder auf Inlandsflügen ist ja meistens weniger wahrscheinlich Reisegepäck, also mehr Handgepäck wahrscheinlich. Naja, kommt noch auf die Airline an. Ja, das auch, aber ich meine halt, dass jetzt zum Beispiel jetzt von Berlin nach Hamburg wahrscheinlich wenig groß jetzt mit großraumigen Urlaubsreisegepäck dabei sein wird. Naja, auf allen würde es jetzt erstmal gar nicht geben. Ich weiß nicht. Wobei, den Flug gab es tatsächlich vor ein paar Jahren mit Eurowings. Und das war eher so, weil sie den Flieger immer irgendwie versetzen mussten. Und haben sie den als Flug dann immer reingepackt. Toll. Ich darf noch nicht tanken auf 19. Wait for Service Start. Scheiße. 10.29, ja. Der hat erst 10.29 Service Start? Also in der Stunde. Ja, der auf 19 soll erst 10.59 raus. Ja. Der hat erst 10.29 Service Start. Ich würde sagen, Päuschen. Ich kann noch super mit Zeit nehmen. Er muss doch packen schon. Ja. Ja, danke, danke. Aber den Rest können wir nicht machen. Wir wollen ja hier nicht mehr mal anschließen, das schlauste. Funken haben und alles wie du fliegen kannst. Muss ja nicht sein. Der nächste Landet ist in einem Sinne. Also eigentlich, glaube ich, Planung her war eigentlich in Katar für 10 Uhr. Die andere Wissen, die Karl M waren für 12 Uhr beide analysiert. Und auch die Landung war so eine andere Uhrzeit von der Wissen. So, ich beschreibe jetzt mal, so lange es das Gepäck und die Menschen sind, mit denen sich Zypern umgegangen wird, ist das nicht so schlimm. Ja, mit denen wird es ja nicht, manchmal so ein SUV-Flieger, ich fliege ja nicht oft, aber eigentlich halt mich nicht beklagen. Also, mit Zypern ist halt immer auch die Frage, die man halt selber auch hat, aufnimmt, ne? Ja. Das ist der Punkt. Weil wie man aus dem Wald hereinschreit, so schaltet sich heraus, weißt du, oder? Hier gibt es ja natürlich Hilfestellungen, die Leute am Schalter oder irgendwo, die Leute einfach haben, weil es auch einen Haufen Leute haben, die innerhalb von 3 Sekunden auf die Stein stecken würden. Wenn du da panzig kommst, dann darfst du nicht erwarten, dass der Gegenüber auf Dauer, wenn er schon heute an dem Tag schon 500 Leute eingecheckt hat oder noch mehr, dass der dann irgendwann noch freundlich bleibt. Irgendwann ist der auch mal am Ende. Hm. Aber ganz ehrlich, ne? Dann braucht man theoretisch auch nicht weitermachen, weil der nächste vom ersten Tür aus. Ja. Das wäre doch meine Idee gewesen. Ich kann noch tanken. Genau, wir tanken noch, warten, dass die Swiss gestartet ist und dann. Deswegen. Ich kann ja auch noch tanken, ja. Wenn man da keine Lackierung hat. Bei mir hat er eine Katar. Ja, die hab ich wahrscheinlich nicht. Ich habe nur den Instrumenten, nur die Neolackierung, die da drauf. Ja. Wahrscheinlich, naja, Menschen werden auch nicht besser behandelt als Gepäck. Kommt man noch an, ja, kann auch auf die Menschen, wie man selber auch kommt, ne? Einfach nur nerviger Ballast, der die Airlines vom Geld verdienen hindert. Zum Thema Fachbestimmung, Alter. Im Rettungsdienst vor uns haben sie es geschafft, eine komplette Schicht nur verdächtig im Dienst zu haben. Das heißt, wir sind alle, haben alle drei RTWs tatsächlich mit insgesamt 6 Notfallverdächtigern besetzt. Statt wie üblich 3 und 3. Ich glaube, Nils, warte du darauf hinaus, dass Gepäck den Airlines definitiv mehr bringt oder Fracht als Passagiere? Fracht, ja, Gepäck. Gepäck ist eigentlich der nervige Ballast. Ja, deswegen ist er auch so teuer. Deswegen, also gerade hier, was Langstrecke angeht, kann man nur so günstig fliegen, weil halt die Fracht mit dabei ist. Die macht da das Geld. Ansonsten kurz Mittelstrecke, da sind es die Passagiere selber. Gepäck ist halt der Zusatz. Aber deswegen ist Gepäck ja auch, also das Inklusivgepäck ist halt das Problem, ne? Glaube ich, also Kandor kostet eh Unmengen extra.
Das Wahnsinn, ey. Der Timo schreibt gerade, Heiko, ne, Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Und Svarno schreibt dann, aber wer im Steinhaus sitzt, kann schon mit Gläsern werfen. Ja, aber dann sind die Gläser trotzdem kaputt. Ja. War so angemerkt. Nee, aber an sich Passagiere, also zumindest was jetzt Berlin angeht, kann ich eigentlich sagen, dass da eigentlich das halt alles vernünftig läuft. Oder zumindest was ich halt dann so mit Boarding. Und ich kann mich ein bisschen nicht beklagen. Also ich war jetzt also das ist jetzt allerdings über mehr viele Jahre hinweg gesehen, war ich in Köln, in Paderborn, in Düsseldorf, in Berlin, in Mallorca, in Malaga, in Chania und in Heraklion, also auf den Flughäfen, und ich konnte mich bisher nirgendwo damit darüber beklagen, dass irgendwer irgendwie da doof mit uns umgegangen wäre. Also gut, bei der Ankunft hast du ja immer mit Personal nicht so viel zu tun, in der Regel. Ja. Aber es sei denn, dir ist ein Gepäckstück abhandengekommen, aber dann schon. Aber ansonsten ja eher nicht. Und ja, Ankunft ist ja nur, steigst aus, läufst zum Band, holst dein Gepäck und gehst. So, welche Flughäfen war ich denn jetzt schon überall? Wäre es einfacher aufzuzählen, wo du noch nicht warst? Nee, das ist nur eine unendlich lange Liste. Also nee. In Deutschland war ich bisher nur in Hamburg und in Frankfurt. In Deutschland war ich bis jetzt in Frankfurt, Berlin, halt alle Flughäfen, also beziehungsweise Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Hamburg, Rostock, Saarbrücken, von den Deutschen. Ja, ist Martin, du darfst aber nicht vergessen, weil er meinte ja auch so, er fliegt jetzt im 2009, ist das letzte Mal geflogen, jetzt fliegt er irgendwann im September nach Madrid oder was, aber er meinte auch so, ja, zu mir halt, ja, aber wenn das Gepäck dann irgendwann mal kommt, ist dauer, du darfst aber auch nicht vergessen, erstens, die Laufbänder im Flughafen Katakomben unten sind nicht gerade kurz, dann wenn du am Gate bist quasi und jetzt durch die Jetway, wenn du eine hast, rausläufst, dann fangen gleichzeitig dann halt irgendwann an unten, in der Regel fangen gleichzeitig an, irgendwie unten dann das Gepäck auszuladen. Aber jeder Flughafen hast du es teilweise gar nicht mal so weit bis zu den Bändern. Man darf nicht vergessen, die müssen die Klappen aufmachen, die müssen mit allem ranfahren, die müssen das ausladen, in den Wagen verfrachten, mit dem Wagen reinfahren, das dann wieder ausladen und dann muss das durch die ganze Katakomben erstmal dahin laufen. Jein. Wieso? Tragen die das von Hand nach oben zum Abladeding? Nee, aber tatsächlich sind die Abladebänder relativ kurz, was man nicht unbedingt so denkt. Wenn ich mir jetzt überlege, am BER, im Terminal 2, ist vom Hänger bis zum Passagier vielleicht 15 Meter das Band. Höchstens. Im Terminal 1 ist es ein bisschen mehr, da sind es so, sag ich mal, 40 Meter. Aber die sind relativ kurz, weil die fahren die Strecken eigentlich hauptsächlich wirklich mit den Fahrzeugen. Ja, aber wir haben auch eine Weile warten müssen tatsächlich. Dann stehst du eine Weile vor dem Gate und vor dem Band und wartest, bis es anfängt. Aber bis dann mal was kommt, ja, aber. Es ist halt immer der Punkt, wie lange brauchst du zum Band? Das ist halt das Hauptding. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in Berlin, wo wir hier angekommen sind, letztens aus Griechenland, wir haben echt einen weiten Weg gehabt bis zum Band. Das war nicht gerade kurz der Weg bis dahin. Also für meine Verhältnisse finde ich jetzt zumindest. Was wir sonst bisher so an den Flughäfen hatten, war das, glaube ich, einer unserer längsten Wege bisher bis zum Band. Wo kamt ihr denn an damals? Weißt du dazu? 32? Was 32? A32. Ich glaube, ja. Ist ein mittellanger Weg. Also es war schon, also gefühlt für mich war es ein relativ langer Weg. Also das ist ja, glaube ich, der längste, den wir an den Flughäfen bisher hatten. Ja, aber du läufst ja da hoch quasi rechts ab aus Rollband und dann bist du ja schon fast da. Also außer man nutzt natürlich nicht die Rollbänder. Nee, wir sind gelaufen komplett. Ja, dann selbst schuld. Schuld, dass ich meine Füße benutzt habe. Ja, aber die bringt tatsächlich halt nochmal eine Minute, die eher dann da bist. Aber letztendlich ist ja auch egal, weil der Gepäck wartet am Ende auf dich zur Not. So. Ja. Das macht halt nicht viel aus. Also ich sehe immer das Problem, ich finde das auch so ein bisschen immer schwierig. Theoretisch kann wirklich jeder jeden Koffer runternehmen. Ja. Das ist so...
Also theoretisch, wenn du lustig bist, nimmst du dir einfach da 10 Koffer und dann haust du ab, ne? Ja, wenn du relativ früh da bist oder einfach so da stehst. Weil du mit einem anderen Flug gekommen bist, kannst du ja einfach von irgendeinem anderen Band, was angeht, einfach irgendeinen Koffer mitnehmen. So einen Koffer, so einen Flug aus Dubai. Ich nehme jetzt nochmal Koffer hier mit, mal gucken, was drin ist. Ja. Vielleicht habe ich ja Glück und ist was Schickes drin Aber gebaut, da ne? ist halt der Punkt, dass halt die meisten Koffer auch halt deswegen Schlösser haben, sonst wie, ne? Ja, gut. Aber das Aber ist halt auch trotzdem, irgendwann wenn ich geknackt. den mitnehme und mit nach Hause, da habe ich alle Zeit der Welt, dieses Schloss Ja. zu knacken. Da hält mich keine Sau drauf auf, interessiert keinen, wenn ich da mit einer Flex rangehe. Oder mit einem Brecheisen. Oder mit einem Brecheisen. Ich mache ja nicht auf dem Flughafen auf. Naja. So, Betankung ist übrigens seit Jahrhunderten abgeschlossen wahrscheinlich. Ja, vor allem ist das ja ruhig geworden. Was meinst du mit ruhig? Keine Motorengeräusche. Alles still. Warum stehen da hinten noch Leute auf dem Taxiway? Da stehen Leute auf dem Taxiway. Bei mir ja. Wo stehen Leute auf Da, dem wo ich die Taxiway? Swiss zurückgeschoben habe, die Leute sind nicht verschwunden. Ach schon, da stehen auch welche, ja. Keine Ahnung. Die haben auch eine Pause gemacht. So, Erdungskabel. Oh, ich bin mir heute gefragt, als ich mal ins Hotelzimmer gekommen bin, ne? Wie viele Betten wollen die mir eigentlich geben, Alter? Ich habe hier ein Hotelzimmer mit 3 Betten. Alleine. Wie viele Tage bist du da? Zwei. Dann siehst du jeden Also Tag ein anderes zwei Bett. Nächte. Jeden Drei Tag Nächte. an. Machst du jeden Tag ein anderes Bett? Na Genau, gut. jeden Tag ein anderes Bett. Damit sie mir das zum Sauermachen haben. Yes. Nein, was hat er noch geschrieben hier? Timo hat mal geschrieben, in der Marktwirtschaft ist es so, ein paar wenige Chefs willen immer reicher werden. Aber wer viel Geld hat, ist trotzdem nicht glücklicher als normal verdienende Menschen. Oh, ich war noch nie in einer fliegenden Zigarre. Boah. Fliegende Zigarre, sind das nicht eigentlich eher Zeppeline? Kann sein. Aber da war ich auch noch nicht drin. Nee, ich auch noch So, nicht, ne? Betankung ist abgeschlossen. Wait for Service Start. 10:29. Aber hätten wir nicht 5 Punkte mehr machen können? 5.550. Das Ja, so ist die TUI, die da jetzt die ein Punkte Ja, fehlen. die TUI, die böse TUI. Ja. Na gut. Ja, aber ich habe eine Vermutung, was da das Problem war. Ich bin wahrscheinlich zu schnell wieder ausgestiegen aus der Brücke. Das könnte sein, ja. Ich habe gesagt, andocken, bin ausgestiegen quasi und dass ich da hätte drin warten müssen, bis fertig angedockt. Das kann sein. Ich kann meistens gar nicht aussteigen, wenn er sowas macht noch. Ja, doch. Solange wie die Animation läuft, komme ich meistens gar nicht raus. Doch, hier kam ich. Ich warte natürlich tatsächlich meistens noch, bis es abgehakt ist. Bis diese Abgehakt-Meldung kommt. Und dann ist gut. Ja. Jo. Mittagspause. Die TUI auf der 17, die ist defekt. 15 links ist noch nicht gelandet. 19 43. hat sehr lange Standzeit, die Katar. Ja. Ey, die müssen die Kabine so lange sauber machen. Die hat ja erst in einer Dreiviertelstunde ihren Service-Start. Dann würde aus der 43 einer aus, was ist denn das? Amsterdam. Amsterdam ist das? Ja, okay. Eham. Ich wusste zumindest, dass es nicht Hamburg ist. Ja. Weil da hätte ein D hinter dem E folgen müssen. Genau. Ja. Amsterdam ist das, okay. Amsterdam aus 43, die kommt auch erst 10:20 Uhr, die will sie gar nicht Marshalling haben. Aber. Und die auf der 17 könnte gar nicht reinkommen, weil die 17 der Beleg ist durch die TUI. Genau. Aber, also wir hatten jetzt, okay, wir hatten jetzt ein Flugzeug, was tatsächlich wirklich gar nicht mehr weg wollte, ne? Das ist jetzt die auf der 17. Genau, die 17 ist die einzige, die jetzt wirklich einen Bug hat. Die Ansonsten. jetzt komplett festgestackt ist. Wir hatten zwischendurch so kleinere Bugs, haben sich aber beheben lassen. Genau, also hier die Lot und Luftwaffe, die haben halt einfach Ewigkeiten gebraucht und dann wahrscheinlich irgendwann hat dann gesagt quasi, okay, der darf jetzt dann doch rollen. Genau. Obwohl die Luftwaffe eigentlich zuerst los wollte und das hat dann irgendwann funktioniert. Ja. Aber bei den, ja, bei den anderen ist es jetzt, die da hinten, da ist jetzt die Jetway verhakt quasi und ja, geht halt nicht weiter, ne? Ja. Naja, dann machen wir heute mal nicht so lange. Ja, Ja. muss ja auch mal sein. Ja.
Ist auch schon der dritte Stream, ja. Deswegen. Die Woche. Morgen. Wir arbeiten als Nachtschicht. Ja, ich hab dann die Frühschicht. Ich hab jetzt zweimal Nachtschicht und dann wieder früh spät halt. Mhm. Sechs also, Tage. Dann dürfen uns sich unsere Freitage ja wieder überschneiden, die nächsten. Weiß nicht, wobei ich da nicht da bin. Montag, Dienstag habe ich frei. Nächste Woche, oder was? Ja, doch, Montag, Dienstag kriege ich hin. Da habe ich frei. Ja. Deswegen, Mittwoch bin ich da? In Hamburg. Ja, ich bin am Montag in. Komm, lade, 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 lade. Okay, so. Du fährst jetzt mit Heiko in Berlin ist. Triple aus Berlin. Ah. Frei danach bin ich aber nicht da tatsächlich. Das ist eine Kreuzfahrt, oder nicht? Ja, genau. Genau. Da tue ich ja schon zwei Tage vorher schon, bevor ich frei habe. Am Sonntag geht die Kreuzfahrt ja schon los. Mhm. Deswegen, da musste ich ja mit der Arbeit viel rumtelefonieren. Da ging es ja um Urlaubsverschiebung und um extra frei. Also einen Urlaubstag habe ich verschoben und dann aber ausgeglichen mit einem KK-Tag. Dann habe ich die restlichen Tage, die ich für die Kreuzfahrt noch brauchte, abgesehen von meinem Frei, auch mit KK. Also das sind insgesamt, glaube ich, warte mal, Dienstag, Mittwoch habe ich ja frei, Donnerstag, also regulär, Montag, Donnerstag, Freitag sind das, also im Prinzip sind es vier KK-Tage extra. KK-Tage klingt irgendwie nicht gut. KK ist Kurzzeitkonto. Ah. Ja. Ja, bei uns heißt es einfach frei Request Mitarbeiter. Aber KK ist kürzer. Ja, bei uns steht drin FRM. Ja, KK ist immer noch kürzer, aber... FRM haben wir tatsächlich auch in unserem Dienstplan. FRM steht bei uns aber für frei mit Bezahlung. Ja. Oh. Bei uns ist halt quasi, dass einfach der Mitarbeiter sich freigenommen hat für den Tag. Und dann mit der Arbeit schon... Dann steht bei uns KK frei drin. Oder KKF. So. Hm. Kurzzeitkonto frei. KKF. Nee, bei uns ist einfach Freirequest Mitarbeiter quasi und dann wird das einfach verrechnet mit den Stunden. Ne, bei uns steht, genau, bei uns steht KKF für Kurzzeitkonto-Dings. Dann haben wir noch, warte mal, LKF, Langzeitkonto frei, haben wir ja auch noch. FRM sind Sachen, wo die Firma sagt, wir haben so viel Personal, wir wissen nicht, was wir mit euch machen sollen, bleibt mal zu Hause. Okay. Du wirst aber trotzdem bezahlt, das ist ein FRM, frei mit Bezahlung. Jo. Das kann schon mal an Feiertagen vorkommen, die mitten in der Woche liegen. Hm. Weil sie dann für Montag bis Freitag meistens mehr Personal haben als fürs Wochenende. Und wenn die jetzt mitten in der Woche aber liegen, dann wissen sie nicht, was mit den Leuten machen sollen. Und dann kriegen einige manchmal einfach FRM und bleiben zu Hause. Ich habe das einmal auch schon am glaube, zweiten Weihnachtsfeiertag gehabt, vor ein paar Jahren. Da hieß es dann auch, hier hast du FRM. Hat mir ganz gut gepasst, weil am zweiten Weihnachtsfeiertag meine Tochter Geburtstag hat, aber war ganz praktisch. So, Timo ist raus, er geht schlafen, gute Nacht. Ja, wir machen das auch. Wir quatschen eigentlich nur vor euch hin und ich gucke mir das Flugzeug hier vorne an, was erst 10:29 Service Start hat. Und von daher würde ich einfach sagen, wir verabschieden uns. So, es war auch nochmal, na dann Leute, war mir ein Volksfest. Wünsche noch eine schöne Woche, gute Nacht. Ja, wünschen wir euch auch, euch allen, die zugeschaut haben, dabei wart und uns hier habt schuften sehen. Nächste Woche, Montag, Dienstag, kommen sicherlich wieder der ein oder andere Livestream. Mal schauen, was, mal gucken, wer Zeit hat. Muss man mal gucken. Es hängt ja immer so ein bisschen davon ab, wer, wie, wo, wann Zeit hat. Gut, dann würde ich sozusagen, ciao, tschüss, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal.